Guten Abend, es ist wieder 20 Uhr. Wir sind wieder bei den Montagsimkern. Heute haben wir, wie in den letzten Wochen schon mal ein bisschen häufiger, wieder einen Gast. Diesmal Matthias Engel, den ich seit, ja, wie lange kennen wir uns eigentlich? 5 oder 6 Jahre? 2016, 17, sowas. Ja, passt. Irgendwann hatte ich im Imkerforum, ich glaube, oder zumindest auf dem Imkermarkt, Beuten gesehen, die ich haben wollte, die ich bis heute noch nicht richtig im Einsatz habe. Also nur wenige besetzt jedenfalls. Bin zu Matthias gefahren. Der hatte sie gerade angeboten. Warum der den nicht braucht, weiß ich auch nicht. Und da habe ich dann so ein bisschen seine Imkerei kennengelernt. Im selben Jahr oder spätestens ein Jahr später habe ich mit der Varroa-Resistenzzucht angefangen. Und Matthias hatte in der Hinsicht schon vorher gearbeitet. Ich habe ihn gefragt, hast du irgendwas, womit ich starten kann? Und seitdem habe ich ganz viel Matthias Engel in meinen Linien drin. Und anders als fast alle anderen Imker, die ich so kenne, hat er immer schon oder schon seit einigen Jahren seine Zuchtarbeit mit dem Besamungsgerät gemacht. Und deswegen hatte ich schon vor einem Jahr überlegt, wenn wir so ein bisschen tiefer im Thema drin sind und auch mal so ein bisschen speziellere Themen machen können, dann fragst du den Matthias, ob er das mal vorstellen kann. Ja. Und dann ist das passiert. Matthias hat ein Buch geschrieben. Eigene Bienenzucht durch künstliche Besamung. Und wenn das kein Anlass ist, glaube ich, jetzt gerade in Friedrichshafen vorgestellt worden, das Buch, kann das sein? Oder hat das nicht Das war eine geschafft? Woche zu spät. Eine Woche zu spät. Für uns hat es gereicht. Der Termin heute hat geklappt. Und das ist ein etwas spezielleres Thema. Ich habe den beim Ralf gesagt, wir machen so einen Wochenendkurs in 45 Minuten. Das kann es natürlich nicht sein. Schaffen wir einfach nicht. Wir schaffen auch nicht so ein Buch in 45 Minuten. Aber Matthias wird uns sicherlich schon eine ganze Menge zeigen. Das Buch geht wesentlich über das hinaus, was Matthias machen kann. Wir werden jetzt so ein paar Aufzeichnungen zeigen, die wir teilweise bei der Besamung meiner eigenen Spätnachtzuchten gemacht haben. Ein paar Aufnahmen zeigen, die vorher schon gelaufen sind. Und dann gebe ich jetzt das Wort an Matthias. Und womit möchtest du starten? Was soll ich zeigen? Ich mache jetzt hier gerade meine Präsentation auf groß. Ja. Ich hoffe, ich bin flüssig zu hören. Bis jetzt höre ich dich gut. Sehr Aus gut. dem Chat gibt es auch keine Warnungen. Sieht gut aus. Sehr schön. Also du kannst gerne erstmal die Präsentation auf groß machen. Ja, wie bereits anmoderiert, heute Abend lautet das Thema also Besamungsgerät im Kopf oder Geschichten aus dem Kaltlichtmilieu. Hier oben steht der wirkliche Titel. Also ich gebe heute Abend eine Einführung quasi zur instrumentellen Besamung. Ich bin der Matthias Engel, wie auch bereits anmoderiert, Imker seit 2004. Seit 2012 beschäftige ich mich halt mit der künstlichen Besamung, habe da ein paar Jahre erstmal trainieren und üben müssen, bis ich dann irgendwann auch noch mal ein paar Leute getroffen habe, die mir noch so die entscheidenden Tricks verraten haben. Die hat also nicht jeder gleich von sich gegeben. Ich bin inzwischen also der Meinung, dass man das weitergeben sollte, weil die künstliche Besamung eben auch Möglichkeiten eröffnet in der Bienenzucht, die mit anderen Methoden nicht zu erreichen sind. Werde ich näher auch noch gleich genauer darauf eingehen. Joa, den Ludger habe ich, wie gesagt, 2016, 17 etwa kennengelernt, hat er ja erzählt, er hat ein paar Kisten bei mir gekauft und dann kamen wir ziemlich schnell auch ins Gespräch und stellten fest, dass wir doch
da insofern sehr viel gemeinsame Interessen in der Zuchtarbeit haben, besonders in der VSH- und SDI-Zucht. Und es ist inzwischen so weit, dass wir eben auch Linien austauschen, die wandern manchmal von der einen Person zur anderen und wieder zurück. Also wir ergänzen uns auch wunderbar. Und jetzt wurde ich halt gefragt, ob ich hier vortragen kann. Und ja, freue mich total, dass ich jetzt bei den Montagsimkern hier sein darf. Ich zeige euch mal meine Gliederung, was ich heute mit euch vorhabe. Also zunächst will ich mit euch besprechen, warum sollten wir eigentlich künstlich besamen. Das mache ich aber nur oberflächlich, reiße ich ein bisschen an. Das Thema alleine wäre sicher schon armfüllend. Danach gebe ich ein bisschen ausschnittsweise ein paar wichtige Impulse zur Aufzucht der Drohnen und der Königin. Denn besonders die Drohnen sind halt ziemlich empfindlich. Wir brauchen wirklich termingenaue Drohnen für die Besamung. Das ist aber so nochmal ein bisschen umfangreicher, die Vorbereitung, als jetzt, wenn man für eine Belegstelle Drohnenvölker vorbereiten wollte. Dann hatten mich schon im Vorfeld zwei Leute per Mail angeschrieben, die hier die Montagsimker immer gucken. Die haben mich gefragt, ob ich ein bisschen was zu dem Equipment sagen kann, was man braucht. Das habe ich also jetzt hier bei Punkt 3 extra ausführlich reingearbeitet, diese Anfrage. Und werde das hier am Bildschirm also die einzelnen Sachen auch hochhalten und zeigen und Probleme aufzeigen, wo man drauf achten soll, was kaputt gehen kann, was gepflegt werden soll. Dann kommt das Thema Hygiene und Sterilkochen der Gerätschaften, also insbesondere die Sachen, die mit Sperma direkt in Berührung kommen und nachher auch in die Königin eingeführt werden, also die Kanülen und Tupfer und so weiter. Das muss alles also steril gekocht werden. Ist aber kein Hexenwerk. Dann kommen wir zur Spermagewinnung. Da kommt der erste Trostpreis für euch heute Abend, weil wir natürlich euch nicht jetzt die Makrobilder, hochauflösenden Bilder aus dem Buch zeigen können, weil da wird mich der Verleger für erwürgen. Ich würde ihm noch dabei helfen, weil da haben wir sehr viel Arbeit reingesteckt. Aber ihr kriegt heute Abend Videos, also was ein Buch nicht bieten kann. Diese haben teilweise nicht die Superqualität, aber es sind halt flüssige Bilder und ich kann da einiges zu erläutern. Das geht also dann spätestens ab diesem Punkt dann los. Danach erläutere ich die Narkosen der Königin. Das sind also zwei an der Zahl. Da werde ich ein paar Sachen zu sagen. Dann kommt natürlich der Hauptpunkt, sehr ausführlich, der Besamungsvorgang an sich. Da haben wir auch wieder reichlich Videomaterial für euch mit. Wir müssen mal gucken, wie viele wir schaffen. Nicht, dass es nachher zeitlich den Rahmen sprengt. Und danach sage ich noch ein bisschen was zur Reinigung und Pflege der Glaskanülen. Insbesondere halt zu diesen Teilen des Besamungsgeräts, weil da sind auch oft Unklarheiten, auch in Kursen und so weiter. Und danach habt ihr natürlich noch Möglichkeit, ausführlich mich auszuquetschen, solange ihr wollt. Hatte ich aber mit Ludger auch schon vorgesprochen, bei euch ist das offenbar üblich, dass man auch zwischendurch fragen kann. Können wir also jederzeit, wenn ihr Spezialfragen zu den einzelnen Punkten habt, auch zwischendurch schon klären. Der Ludger wird den Chat entsprechend verfolgen. Jo, jetzt kommt noch mal eine letzte Folie ohne Bilder. Ich kann euch versprechen, es wird danach immer mehr Richtung Bilder gehen, immer weniger Text kommen. Ich mag Textfolien auch selbst nicht so gerne, aber jetzt kommt noch mal eine, nämlich zu meiner ersten Frage, warum künstlich besamen? Da gibt es durchaus Vorteile oder Dinge, die dafür sprechen. Zum einen also können wir viel mehr Drohnenlinien einsetzen als die paar wenigen, die jetzt zum Beispiel auf Belegstellen zur Verfügung stehen. Man kann vor allen Dingen auch eigene Drohnenlinien verwenden, also aus dem eigenen Tierbestand. Also das sind dann im Prinzip ja Linien, die man genau kennt, wohingegen ja Linien, die auf Belegstellen aufgestellt sind, oft zumindest hat man die vorher nicht gesehen. Man muss diesen werbend formulierten Belegstellenbeschreibungen vertrauen. Hier kann man also auch seine eigenen tollen, besten Linien väterlicherseits einsetzen durch künstliche Besamung. Ja, da exaktes Arbeiten ist möglich, es sei denn, man fuscht selbst. Ja, was meine ich damit? Also es wird sicherlich auf vielen Belegstellen gut gearbeitet, aber sicherlich nicht überall immer hundertprozentig exakt. Das kann auch nicht immer geleistet werden. Also es ist sicherlich auch nicht immer Fehler von dem Belegstellenbetreiber. Beispielsweise, wenn jetzt Leute ihre Minis mitbringen auf die Belegstelle und da sind unten noch Drohnen drunter und die fliegen dann dort halt auch. Das kann auch nicht immer alles kontrolliert werden bestimmt.
Es kann aber auch natürlich der Belegstellenbetreiber Fehler gemacht haben, wenn er vielleicht die Drohnengitter nicht unter den Völkern hatte, rechtzeitig, bevor die auf die Belegstelle kommen. Dann können auch Fremddrohnen dabei sein. Sagt sich ja auch der eine oder die andere, ja nicht schlimm, mehr Vielfalt. Aber wenn man schon die Vaterseite kontrollieren will, also wenn man das vorhat, dann sollte man es auch gründlich machen. Und das kann man natürlich, wenn man alles in einer Hand ist, wenn man zu Hause selbst besamt, kann man am ehesten kontrollieren, dass wirklich alles vernünftig gemacht wurde. Ja, dann ist natürlich eröffnet die Besamung auch die Möglichkeit der sogenannten Eindrohnenbesamung für die VSH- oder SMR-Zucht, wo wir also wirklich jede Königin nur mit dem Samen von einem Drohnen befruchten wollen, damit dann überall in diesem Mini-Völkchen, wo die dann gehalten wird, nur die, der gleiche Vater vertreten ist bei allen Arbeitsbienen, bei allen Töchtern. Ich glaube, dazu hat ja Ludger auch schon mal einen Stream gemacht, muss ich hier also jetzt nicht ausweiten. Natürlich will ich auch ein paar Nachteile nicht verschweigen. Es ist natürlich immer die Frage, auch bei der Besamung, bekommt die Königin genug Drohnen ab? Wenn wir also Drohnen haben, die gut Sperma haben, die also gut gepflegt wurden von ihren Arbeitsbienen in den Völkern, dann kann es auch natürlich schnell passieren, dass 7 oder 8 Drohnen ausreichen, um die Portionen für eine Königin zu füllen. Es kann natürlich auch auf einer Belegstelle oder bei Schlechtwetter, bei jeder Paarung passieren in der Luft, wenn die sich freipaaren, dass da auch mal nur 6 Drohnen zum Zuge kommen. Aber in der Regel sind es ja doch eher 12, 20, vielleicht sogar 30 nach neuesten Forschungen. Und das bedeutet natürlich auch dann in diesem Volk eine entsprechende Vielfalt später. Die Halbschwesterngruppen, die dann dieses Volk nachher ausmachen. Und das ist für mich natürlich auch ein Grund, dieses Hintergrundwissen, dass ich zusehe, dass ich bei der Besamung, wenn ich also das Drohnensperma gewinne, nicht jeden letzten Klecks noch von dem Drohnen mit aufnehme, sondern eher verschwenderisch vorgehe mit den Drohnen, damit ich quasi die Anzahl an Drohnen je Königin erhöhe. Also diese Nachteile, die eventuell bei der Besamung auftauchen könnten, die können wir reduzieren durch solches Hintergrundwissen. Dann steht ja auch immer die verkürzte Lebensdauer der Königin im Raum. Wir wissen, dass also zu lange CO2-Narkosen lebensverkürzend wirken. Man sollte also versuchen, diese Narkose nicht auf weit über 10 Minuten auszudehnen. Dazu sage ich aber gleich noch mehr. Und entscheidend kann es auch sein, wenn man jetzt die Königin in ihren Völkern das erste Wirtschaftsjahr also erstmal prüfen möchte und dann im zweiten Wirtschaftsjahr die Nachzucht machen will, was eigentlich der sinnvolle Standard sein sollte, dann ist es schon so, dass eine besamte Königin gegenüber gut auf Belegstellen begatteten Königin, sag ich mal, dass es dort früher passieren kann, dass sie umgeweiselt wird von ihrem Volk, also dass sie sich eine neue Königin machen. Und das kann man im zweiten Jahr unter anderem dadurch verhindern, dass man dieses Volk im Frühjahr also einschiedet, gerade so ein großes Dadan-Volk, sagen wir mal von 10 Waben, auf denen es überwintert hat, dann auf 5 Waben zum Beispiel einschieden oder 6 und dann auf dieser Wabenzahl halten. Also auch wenn die Königin noch Vollgas gibt und wieder das Volk wieder wachsen will, dann eher schröpfen, also Waben mal rausnehmen, als dass man das wieder auf volle 10 Waben in diesem zweiten Wirtschaftsjahr wachsen lässt, weil das dann eben diese Maßnahme dann eben hilft, die Königin länger zu halten, damit man von ihr noch nachziehen kann. Also man kann das so ein bisschen relativieren, diese Nachteile. Und natürlich der letzte Punkt, der ist eigentlich beinahe ein bisschen überflüssig, aber ich habe ihn trotzdem mit aufgenommen. Das Handwerk der Besamung will natürlich gelernt sein. Für den Anfänger ist erstmal alles schwer. Nichts ist einfach bei der Besamung, aber wenn man da ein paar Jahre Routine hat, also bei mir läuft das inzwischen eigentlich nebenher, neben dem normalen Ablauf in der Imkerei. Und ich bin froh, dass ich das dass ich da dran geblieben bin über die Jahre, auch wo es noch ein bisschen gehackt hat alles. Ja, also ein erlernbares Handwerk, was sich lohnt, würde ich mal sagen. Du gerade sagst Handwerk, kommen die ersten zwei Fragen. Auf das eine gehst du bestimmt noch ein, nämlich wie viele Drohnen pro Königin benötigt werden. Ja. Die andere, wie viele Königinnen schafft ein routinierter Besamer, wenn alles vorbereitet ist und er selbst Übung hat? Okay. Also die erste Frage hängt ganz von den Drohnen ab, wie viel Sperma die haben. Wie gesagt, ich benutze ungern jeden letzten Klecks, aber da komme ich später nochmal drauf. Das liegt, hängt auch damit zusammen, wo der Samen genau liegt, auf dem Schleim, neben dem Schleim,
sehr verteilt oder so und so weiter, kommen wir drauf. So eine Zahl so genau konkret kann man, glaube ich, gar nicht geben. Ich würde mal so sagen, es kann schon sein, dass 8 Stück reichen. Es kann aber auch sein, dass man 15 oder 20 braucht, ne? Je nachdem, wie viel Sperma der Drohnen jeweils hat. Die zweite Frage ist auch wieder abhängig davon, hat der Besamer Hilfe? Wie routiniert ist er oder sie? Also ich kann, wenn ich konzentriert arbeite, alleine ohne jegliche Hilfe, an 2 Tagen zu je 6 Stunden Portionen für 120 oder 30 Königinnen aufziehen. Das ist also nur die Samengewinnung. Das ist der auch für den Profi der langwierigste Teil, dieses Drohnenspermagewinnen. Die Besamung selbst ist, manchmal dauert sie 30 Sekunden, manchmal dauert sie 1 Minute beim Profi. Also der Anfänger oder die Anfängerin, da wird auch locker mal 5 Minuten dran sitzen oder 6, je nachdem, wie welche Komplikationen auftreten. Aber also ich kann, wenn der Drohnensamen gewonnen ist und ich nur noch besame, die Königin besame, dann schaffe ich locker 100 Stück am Tag. Also das ist nicht das Problem. Genau, vielleicht so viel erstmal dazu. Ja, jetzt die termingerechte Aufzucht der Drohnen und Königin. Ich reiß das hier nur kurz an. Ein paar wichtige Stichpunkte könnte man auch sicher abendfüllend gestalten, die Drohnenaufzucht. Aber wir wollen ja noch ein ganz anderes Thema behandeln. Die Drohneneier, die müssen also im Prinzip in diesem für den Besamungstermin 45 bis spätestens 41 Tage vorher in diesem Volk gelegt sein oder in den Völkern, die die Drohnen stellen sollen. Und es empfiehlt sich, ich mache das eigentlich grundsätzlich inzwischen, dass ich diesen, am besten sogar einen ausgebauten Drohnenrahmen, also wo das, sag ich mal, das untere Drittel von der Dadant-Wabe schon fertig ausgebaut ist, das ist ein Drohnenrähmchen aus dem letzten Jahr, dass ich das mitten ins Brutnest hänge. Also ich mache das Brutnest auseinander. Das ist besonders zu Unzeiten wichtig. Also wenn man jetzt für die VSH zucht, dann müssen wir Ende März, spätestens Anfang April, müssen wir dieses Drohnenrähmchen da stecken. Und da dieses Jahr zum Beispiel, da war es ja ganz spät das Jahr, da waren dann gerade so Schneeflocken am Rieseln, als ich da dieses Drohnenrähmchen mitten in die Brutnester von 4 Völkern gesteckt habe. 2 davon haben sich dann gedacht, ist der Alte jetzt völlig bescheuert, dass er uns das zu dieser Zeit reicht. Und die haben dann erst 1 Woche später gelegt. Aber 2 Stück haben das wirklich pünktlich gemacht und mit diesen Drohnen konnte ich dann eben auch arbeiten. Während der Saison ist es sicher auch möglich, dass man das an den Rand hängt, aber ich habe mir angewöhnt, ich stecke dieses Drohnenrähmchen also an diesem Starttag mitten ins Brutnest mit ein bisschen Abstand zu den anderen Waben, weil wir wissen ja, Drohnenbrut ist ein bisschen breiter und also sage ich mal links und rechts so 1,5 mm oder 2 mm lasse ich ein bisschen Luft. Und dann lasse ich diese Drohnenrähmchen dort tatsächlich auch mindestens bis Tag 18 ab Ei drin. Man weiß nämlich inzwischen, dass diese Drohnenbrut also ziemlich empfindlich ist, was Temperaturschwankungen angeht. Also 1,5 Grad mehr oder weniger wirkt sich schon negativ auf die endgültige Samenmenge des einzelnen Drohns nachher aus. Ne? Also so eine Schwarmkontrolle ist kein Problem, da kann man die Wabe mal rausnehmen, kann man ein bisschen die Bienen beiseite streichen, das geht alles. Aber man sollte jetzt nicht zum Beispiel an Tag 10 oder so abgelegtem Ei diese Wabe quasi aus der Mitte rausnehmen und ganz an den Rand hängen. So, das ist dann eine längerfristige Temperaturschwankung, die dann für die endgültige Drohnenqualität halt nicht so gut ist. Ne? Also ich lasse diese Wabe also dann in der Mitte drin. Ich lasse sogar meistens bis zum 22. Tag an dieser Position. Denn wir wissen ja, die Drohnen schlüpfen an Tag 24. Und natürlich sollte man davor dann zusehen, dass man dieses Drohnenvolk oder diese Drohnenvölker entsprechend präpariert. Was ist damit gemeint? Wir wollen natürlich, dass für die Zucht dann nur die Drohnen auch wirklich uns nachher in die Hände kommen, die wir haben wollen. Also ansonsten könnte man sich ja die Besamung sparen. Man will das ja kontrollieren quasi, diese Vaterseite. Und da haben wir natürlich mehrere Möglichkeiten. Entweder, das ist die Möglichkeit, die hier auf diesem Bild dargestellt ist, die erkläre ich jetzt zuerst. Also sagen wir an Tag 22 oder sagen wir ab Tag 18 bis Tag 22 etwa haben wir Zeit, um dann zum Beispiel diese Drohnenbrut auszuschneiden und in solche Drohnentaschen hier reinzustellen.
Da habe ich also entsprechende Rähmchen drin, wo ich dann diese Drohnenbrut, die richtigen Stadien, Altersstadien ausschneide und reinpasse und dann mit ein bisschen Draht ringsherum rödel und das dadurch befestige und dann da reinmache. Hier ist Königin-Absperrgitter links und rechts an der Seite. Diese Drohnentasche hat so 5,5 cm in der Breite, entspricht also knapp 2 Rähmchen und kommt dann an den Rand des Brutnestes, mindestens neben einer Brutwabe, gerne eine offene Brutwabe, weil dann sind auch gleich diese Pflegebienen in der Nähe von den Drohnen und kümmern sich dort mit. Und dahinter sollten auch noch ein paar Waben, meinetwegen Futterwaben oder noch eine Brutwabe sein, bis dann da irgendwann das Sheet kommt. Ne? So werden die also in dieser Möglichkeit entsprechend präpariert, dass dann wirklich da drin nur die Drohnen schlüpfen, die wir haben wollen. Andere Möglichkeiten erläutere ich gleich. Jetzt will ich noch hier auf dieser Seite darauf hinweisen, dass natürlich Futter- und Pollenversorgung wichtig ist für die Drohnen, ganz besonders wichtig, denn Drohnen haben einen wesentlich höheren, Drohnenbrut hat einen wesentlich höheren Pollenbedarf als Arbeiterinnenbrut und es sollte jetzt nicht unbedingt die super Volltrachtbedingung sein, also wenn die jetzt direkt neben dem Rapp stehen und da 6, 7, 8 oder 10 dicke Flugtage hintereinander sind und die da kiloweise reinschaufeln, dann kann es auch mal passieren, dass die sich nicht mal so gut um die Drohnen kümmern. Also besser sind kontrollierbare Bedingungen an Hausnähe oder so und in Trachtmangelzeiten, das ist natürlich dann kompliziert, gerade die Drohnenaufzucht. Also ich habe das erlebt, wenn ich so zu so Lohnbesamung gefahren bin zum Beispiel, da gibt es Leute, die haben dann eine Trachtlücke zwischen Obstblüte und Edelkastanie, also eine sehr lange Trachtlücke. Und da hat sich das die letzten Jahre rauskristallisiert. Ich habe das also über Jahre miterlebt zum Beispiel, dass dann in solch einem Extremfall sogar das Zufüttern von Pollenpatties nützlich sein kann. Oder auch wenn man jetzt Pollen in Zeiten, wo die Bienen Pollen sammeln können, in Pollenfallen vor dem Flugloch sammeln kann und dann einfriert im Gefrierfach und dann entsprechend auftaut und in solchen Zeiten dann halt diesen Pflegevölkern füttern kann. Das kann sich also sehr positiv auf die erfolgreiche Drohnenzucht auswirken. So, dann kommt natürlich bei weiselosem Pfleger, habe ich hier stehen, wöchentlich eine offene Brutwabe geben. Was heißt das? Ich kombiniere gerne die Drohnenaufzucht mit der Königinaufzucht. Dazu mache ich vielleicht die nächste Folie. Ach, das ist erstmal die andere Variante. Gut, da kommen wir gleich zu. Die Königin müssen ja bei der Besamung etwa 10-tägig sein. Manche sagen 8-tägig ist optimal, manche sagen 12-tägig ist besser. Das ist auch ein bisschen jahresabhängig. Am Anfang des Jahres vielleicht ein klein bisschen jünger, am Ende des Jahres ein bisschen älter, weil sie später brünstig werden. Optimal ist eigentlich aus meiner Sicht 10 Tage, weil mit 10-tägigen Königen klappt es eigentlich zu jeder Jahreszeit, von April bis September. Deswegen sage ich immer 10-tägige Königin. Bei deutlich jüngeren Königin als 8-tägigen haben wir höhere Ausfälle. Bei deutlich älteren als 12-tägigen wandert nicht mehr so viel Sperma in die Spermatheka, also diese berühmte Vorratsblase, ein. Von daher sage ich immer, 10-tägige Königin brauchen wir für die Besamung. Und das bedeutet ja, wir erinnern uns vielleicht, habt ihr sicher schon mal gehört im Stream, 3, 5, 8, die Königin ist gemacht. Die ersten 3 Tage ist sie also Ei, diese weibliche Biene. Dann schlüpft sie, das ist Tag 4 und das ist ja genau der Tag, wo wir umlarven. Ne? Und von da ab sind es ja nochmal dann 12 Tage bis zum Schlupf der Königin. Und das bedeutet eben, wenn wir 10-tägige Königin haben wollen, müssen wir 22 Tage vor dem Besamungstermin diese Königin, jüngste Maden, umlarven. Und da sehen wir schon, das passt natürlich relativ gut zusammen mit dem Schlupf der Drohnen. Denn um diese Zeit plus minus 2 Tage schlüpfen ja die Drohnen und ich kombiniere das immer gerne. Das heißt, ich habe einen Pfleger, ein Volk, was ich entsprechend dann entweisele, also Königin raus, dann entsprechend umlarve mit einer so einer Art Starter-Finisher-Methode. Das kann ich jetzt hier nicht näher ausführen. Dann kann ich dort aber auch die Drohnentasche reinhängen oder eben mit Drohnenvolieren später arbeiten, sage ich gleich. Und das bedeutet also, ich kombiniere das in einem und demselben Pfleger, ich muss nur ein Volk weiselos machen, hat den großen Vorteil, dass die Drohnen, nachdem sie geschlüpft sind, dann von einem weiselosen, also königinlosen Volk gepflegt werden und von diesem dann umso besser gepflegt werden. Gerade in ungünstigen Jahreszeiten, also zu sehr später Jahreszeit beispielsweise, kann man so noch wirklich sehr gute Drohnen halten und aufziehen für die künstliche Besamung. Drum kombiniere ich das gerne.
Eine andere schöne Variante der Drohnenaufzucht neben der Drohnentasche ist eben das Arbeiten mit einer Drohnenvoliere. Das ist also hier wie so ein Vogelkäfig, der einfach oben aufgesetzt wird. Absperrgitter, Königin-Absperrgitter von drei Seiten und hinten habe ich hier eine kleine Luke. Diese Voliere hier neben, die ist aus solch einem durchsichtigen Kunststoffgitter von allen Seiten gemacht. Hier hinten mit so einem Klettverschluss, das geht also auch. Entscheidend ist halt, dass diese Hinterwand Richtung Norden zeigt, damit wir dort die Luke dann am Besamungstag aufmachen können, um die Drohnen rauszunehmen und sie uns nicht alle gleich entgegenfliegen, weil die fliegen natürlich zur Sonne. Und wichtig ist auch, dass diese Volieren entsprechend hell sind. Also das hier ist nochmal ein bisschen besser als das Rundstab-Absperrgitter hier. Ganz schlecht sind natürlich diese gelben gestanzten Gitter oder diese weißen gestanzten Gitter, die lassen natürlich, die werfen sehr viel Schatten. Es ist also nicht so wichtig, wie groß das Loch hier unten ist, von wo durch das quasi die Drohnen hier oben in die Voliere kommen können, sondern viel wichtiger ist die Helligkeit der Voliere selbst. Dieses Loch hier unten ist in diesem Fall hier nur 5 cm im Durchmesser. Und das reicht völlig aus. Und dieses Loch, weil es so klein ist, kann dann auch ganztägig offen bleiben, 24 Stunden. Muss man also nicht ständig hinrennen, auf und zu machen, weil die Arbeitsbienen schaffen das eben, das zu verteidigen und lassen dann die Herren entsprechend da oben ihre Flugstunden machen und dann kommen die wieder rein. Das ist also dieses zweite schöne Verfahren, wo die Drohnen immerhin fliegen können. Das können sie ja bei der Drohnentasche nicht. Bei diesem Verfahren ist es aber wichtig, dass man kurz vor dem Schlupf, also sagen wir an Tag 22 oder allerspätestens 23 vor dem Schlupf diesen Backfasszauber hier gemacht haben, den man hier unten sieht. Was ist das nun wieder? Da haben wir also hier unten den Unterboden und stellen also zunächst einmal den Brutraum, der hier ist, und Honigraum und so weiter, beiseite und legen auf diesen Unterboden ein Absperrgitter drauf. Ein Königin-Absperrgitter. Und dann kommt ein anderer Brutraum wieder oben drauf und dann stoßen wir sämtliche Waben mit Bienen hier vor das Flugloch. Das Volk ist natürlich schon entweisel, also die Königin haben wir schon gefunden und weggenommen, wenn das nicht schon längst vorher passiert ist, und stoßen das also hier vor. Die Wabe mit der Drohnenbrut wird nur vorsichtig gefegt, damit die Drohnen nicht einen Stoß kriegen. Und dann laufen die also alle hier wieder durchs Flugloch rein und müssen durch das Absperrgitter durch. Und damit haben wir die Drohnen rausgesiebt. Man muss dann bei den Waben, falls da noch wilde Brutstadien drauf sind, von anderen Linien oder von deutlich jüngeren Drohnen, die müssen auch weggeschnitten werden, damit wir wirklich exakt gearbeitet haben und wirklich nur die Drohnen dann hier drin schlüpfen in diesem Bereich, die wir haben wollen. Und dann kann man irgendwann, also spätestens eine Woche vor der Besamung, anfangen, oben die Voliere aufzusetzen. Natürlich darf hier dann kein Absperrgitter mehr drin sein. Und dann können die Drohnen also nach Belieben in dieser Voliere fliegen. Jo, hier habe ich jetzt noch stehen, Absperrgitter immer von innen an der Begattungskiste anbringen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der ist auch schon tausendmal gesagt worden von Leuten. Also wenn diese Königinzellen hier nachher, bevor sie schlüpfen, kommen sie ja in Begattungskisten und laufen dann da drin rum und sollen natürlich vor der Besamung nicht frei fliegen. Von daher wird ein Königin-Absperrgitter von innen vor das Flugloch gemacht. Und warum nun von innen? Es ist halt so, dass die Königin von den Arbeitsbienen gejagt werden in diesen Minikisten. Das macht sie also brünftig und soll sie dazu bewegen, endlich auszufliegen, um sich mit Drohnen draußen in der Luft zu paaren. Das kann sie natürlich nicht, wenn ein Absperrgitter ist. Und das heißt, sie läuft natürlich auch, wenn sie zum Flugloch läuft, zu diesem Absperrgitter. Und wenn das Absperrgitter von außen angebracht wäre, dann würde sie also in diesen Lochkegel von dem Holz von innen reinlaufen, gegen dieses Gitter, und könnte dann nicht wieder zurück, weil die Arbeitsbienen würden von hinten kommen und sie dort jagen und sie wäre also in einer Sackgasse. Und dann könnte es halt passieren, dass die Arbeitsbienen ihr auch Dinge antun, die nicht so nett sind, also da irgendwelche Gräueltaten veranstalten, ihr da irgendwie die Haftplättchen abbeißen oder sie irgendwie zwicken. Sie muss immer ausweichen können und das ist eben der Grund, weshalb wir dieses Absperrgitter von innen anbringen. So, jetzt habe ich da genug geredet. Sind zu dem Thema erstmal Fragen, oder Ludger? Sind es, genau. Oh, wei. Ja, ganz schrecklich. Ja, ich frage. Und zwar einmal zur Aufzucht der Drohnen. Ja. Und zwar zum Thema Pollenpatties, ob du die selbst machst oder ob du die zukaufst oder wie sind da deine Erfahrungen? Da so konkret habe ich die Erfahrung nicht, weil ich habe das Problem nicht mit dem Pollenmangel. Ich habe die also noch nie einsetzen müssen und ich habe auch noch nie bei mir zu Hause in der Imkerei Drohnen Pollen einfrieren müssen.
und den dann aufdauern und verwenden müssen. Das hat also immer zu jeder Jahreszeit bei mir geklappt. Das ist sicher eine Luxussituation. Ich habe das nur für die Region angesprochen, weil hier vielleicht auch Leute sitzen, die das vorhaben mit der Besamung irgendwann und die sich dann ärgern, dass sie das mit den Drohnen immer nicht hinkriegen. Und dass das eben eine Ursache sein kann. Ne? Und diese Patties, wenn man jetzt diese originalen Patties kaufen will, die gibt es in Großbritannien, kann man sich da bestellen. Es gibt aber sicher auch hierzulande inzwischen Alternativen, da kenne ich mich aber nicht so genau aus. Ne? Da müsste man mal recherchieren, was man da braucht. Aber die Möglichkeit mit der Pollenfalle und dann entsprechend mit dem ausgefrorenen Pollen, das kann ja jeder überall entsprechend vorbereiten. Wenn er merkt, dass eben in dieser Region, das vielleicht mit den Trachtlücken ein Problem ist. Ne? Und dann gibt es Fragen zum Fliegenlassen von Drohnen. Ob sich das auf die Qualität der Spermagewinnung auswirkt, wird vorgeschlagen, man könnte die Drohnen doch mit einem Farbstift zeichnen, dann wird man sie leicht erkennen und solche Dinge. Genau. Das kann man alles machen, das habe ich auch mal ausprobiert. Ich habe sie dann damals, als ich das gemacht habe, ganztägig freifliegen lassen und dann ist man doch ein bisschen schockiert, wie wenig Drohnen dann am Ende am Besamungstermin noch zu Hause sind. In solch einem Fall würde ich empfehlen, wenn man diese Sache also macht mit dem Zeichnen, das ist also relativ schnell gemacht, wenn man ein bisschen Übung hat. Man kann also diese jungen, frisch geschlüpften Drohnen direkt auf der Wabe da mit so einem Posca-Zeichenstift, den man ordentlich feucht gemacht hat, also da überall auf die Glatze so in dieser Geschwindigkeit da die Drohnen punkten, dann würde ich empfehlen, in solch einem Fall die dann nur abends fliegen zu lassen. Dann hat man sicherlich nicht so den Verlust, als wenn man sie 24 Stunden tagelang fliegen lässt. Also sagen wir mal 19 Uhr, 18 Uhr anfangen lassen zu fliegen und dann abends um 9 wieder zumachen. Solche Sachen, das kann man natürlich machen. Das wird von einigen Leuten immer gesagt, dass das sicherlich diese Lethalselektion beim Flug stattfindet und dass die halt in der Voliere nicht so gut stattfindet und schon gar nicht in der Tasche. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sowohl in der Tasche tote Drohnen unten drin hat, nachher beim Besamungstermin, als auch in der Voliere. Gerade in die ersten Tage, nachdem die Voliere aufgesetzt wurde. Das heißt für mich, dass auch in diesen Systemen eine Selektion schon stattfindet. Es ist sicherlich keine Flugselektion wie beim Freiflug, aber ob der Unterschied so riesig ist, weiß ich nicht. Also es gibt ja auch Besamer, die also Jürgen Brause zum Beispiel, der seit 30 Jahren mit Drohnentaschen arbeitet und wenn das nicht funktionieren würde, dann wird das wohl lassen. Das ist also das, was ich dazu sagen kann. Wie viele Drohnen sollten von einem Pflegevolk maximal gepflegt werden? Gute Frage auch. Ich würde mal sagen, auf jeden Fall nicht zu viel. Also wenn ich ein großes, kräftiges Volk habe, dem gebe ich gerne nur eine Drohnentasche. Oder ich sage mal so ein gesundes, kräftiges Volk, wenn man das eben mit dieser Voliären-Variante macht, also nicht in Taschen macht, dann würde ich die Drohnenwabe, sage ich mal, auf ein Drittel oder sagen wir die knappe Hälfte von so einer Drohnenwabe, das sollte wohl reichen. Also man kann tatsächlich so ein Volk, ein Pflegevolk mit Drohnen überstrapazieren und dann hat man am Ende also weniger gewonnen als wenn man mit ein bisschen weniger Drohnen startet. Also wenn man jetzt, sage ich mal, 2-3 Waben zur Hälfte mit Drohnen gefüllt komplett schlüpfen lässt, dann ist das Volk sicherlich irgendwann überfordert. Ne? Also wenn man, das ist ja sicherlich angeraten, von möglichst mindestens sechs Geschwistervölkern, Vatervölkern quasi die Drohnen benutzen will, dann sollte man also entweder diese Stücken zusammenschneiden, wie ich das in den Taschen mache, kleinere Stücken pro Drohnengeber quasi, möglichst gleiches Altersstadium, weil die Jüngeren werden immer bevorzugt von den Pflegebienen. Deshalb ist besonders wichtig, dass sie also möglichst innerhalb von 2 Tagen oder so oder 3 spätestens gleichmäßig gelegt worden waren. Oder man macht das eben so, wenn man so mehrere Brutwaben zusammenstellt aus solchen entsprechenden produzierenden Völkern, dass man immer bloß kleine Stücken bei diesen Waben auch an verschiedenen Stellen hatte und dann entsprechend von diesen Völkern diese Drohnenwaben zusammen macht. Also summa summarum, einfach das Volk nicht überfordern mit zu viel Drohnen.
Gut, es gibt noch eine Frage zum Equipment, aber vielleicht machen wir das nach dem nächsten Block. Das kommt ja jetzt, genau. Jetzt komme ich zum Equipment. Das ist hier also die erste Folie zum Equipment. Du hast sie groß gemacht, Ludger. Ja, noch größer kann ich sie jetzt Ach nicht. so, ja, ich sehe das hier nicht. Ich sehe hier bloß meine Präsentation. Wir haben also hier jetzt dieses, genau, vielleicht vorneweg erstmal. Also, ich kenne mich eben besonders gut mit dem Besamungsgerät von Schlei aus. Das kann ich auch, empfehle ich natürlich vielleicht auch deswegen immer gerne. Man kann sicher auch gut arbeiten mit dem Besamungsgerät aus Doll, aus Tschechien. Ich habe aber auch Geräte gesehen, irgendwelche Spezialkonstruktionen, wo die wirklich nur Murks waren, womit man nicht arbeiten könnte. Also diese zwei würde ich sicherlich empfehlen. Weil ich das halt am besten kenne und damit eigentlich gute Ergebnisse erziele, empfehle gerne das Schleigerät. Das stelle ich hier auch hauptsächlich vor. Da gibt es hier in der Mitte also dieses Kerngerät. Das zeige ich gleich nochmal entsprechend vor der Kamera dann auch in live. Daran angeschlossen haben wir also hier hinten den Feinstellhahn, der hier entsprechend mit der CO2-Versorgung verbunden ist. Da gibt es hier oben also an der Flasche noch den entsprechenden Druckminderer. Dann haben wir hier also das Mikroskop, was entsprechend hier dann den Bereich vergrößert, den wir brauchen. Das ist ein Stereomikroskop, ein ganz einfaches im Prinzip. Hier oben die Okulare sind also zehnfache Vergrößerung und hier unten das Objektiv kann ich also bei mir durch Drehbewegung umstellen von einmal auf zweimal. Das bedeutet also Gesamtvergrößerung ist dann entweder zehnfache oder zwanzigfach. Zehnfache Vergrößerung benutze ich für die Besamung und für die Drohnensamengewinnung. Und auf 20-fach stelle ich um, wenn ich zum Beispiel Kanülenspitzen kontrollieren will, ob sie noch intakt sind. Und dann stelle ich entsprechend wieder auf 10-fach zurück. Jo, dann haben wir hier also diese Schleispritze im Spritzenhalter drin. Wir haben hier unten die Kanüle, die dann da reingemacht wird. Das zeige ich auch gleich nochmal alles. Hier ist die Handsonde, für mich ein ganz wichtiges Gerät. Wir haben hier linke Hand den Ventralhaken, rechte Hand den Stachelgreifer. Und hier, ich habe das immer links angeordnet bei mir. Eigentlich ist es andersrum richtiger. Das entsprechende, also Petrischalen hier mit den Tupfern, mit Reservekanülen, mit der Lösung, mit der ich entsprechend arbeite. Also entweder wie hier gezeigt, Kochsalzlösung oder Minitube-Lösung. Gehe ich auch nachher gleich nochmal drauf ein. Ihr habt ja also schon mal ein Gesamtbild, wie das entsprechend nachher angeordnet ist. Genau. Und jetzt würde ich erstmal, kannst du mich erstmal groß machen und ich zeige die Sachen nochmal entsprechend vor der Kamera. Wir sind also hier jetzt bei dem Kerngerät. So, was haben wir denn hier alles? Wie gesagt, hier auf der rechten Seite entsprechend der Stachelgreifer. Man hat hier bei diesem Gerät heutzutage, das war früher mal ein bisschen anders, aber heutzutage hat man also das in diesem Kugelgelenk nur laufen, was hier, oh, das ist jetzt hier ab, aber gut, hier sind also dann, die sind jetzt hier drin, hier sind also zwei so O-Ringe drin, die dann entsprechend hier mit Druck verschraubt werden und dadurch gleitet also sowohl Stachelgreifer als auch Ventralhaken auf der anderen Seite entsprechend hier drin in diesem Rohr. Und da hat man natürlich durch diese O-Ringe und durch diese O-Ringe hat man so einen sogenannten Stip-Slick-Effekt. Den kann ich vielleicht hier gerade mal erklären. Das bedeutet, wenn das Gerät lange gestanden hat, also schon, auch schon nach 5 Minuten oder 10 Minuten, wird das hier wieder so ein bisschen fest. Also Stip-Slick, das ist im Prinzip ein Ruckgleiten, was man erstmal lösen muss. Also wenn man nachher besamt, dann macht man immer routinemäßig, erstmal zieht man kurz nach hinten, um diesen Effekt zu überwinden und dann ist das entsprechend wieder leichtgängig. Das ist alles mit so einem Silikonfett gefettet und dann kann man das also entsprechend hin und her bewegen. Ist wie so ein verlängerter Finger, wie so eine verlängerte Hand. Also es ist ja auch durch dieses Kugelgelenk in alle Richtungen schwenkbar und so kann man dann entsprechend arbeiten. Dieser Stachelgreifer, ich habe ja auch nochmal einen zweiten. Der funktioniert also so, dass man wie bei so einer Spritze hier also hintergreift und dann kann man also durch hinten, indem man hinten mit dem Daumen draufdrückt, kann man also den vorne hier so aufschnappen.
und dann zuschnappen. Und beim, das ist konstruktionsbedingt, beim Zuschnappen, der kommt hier vorne so ein bisschen raus, schnappt er also so ein bisschen zurück. Das muss man also nachher, wenn man den Stachel greift, muss man das entsprechend einkalkulieren, dass er so ein bisschen zurückgeht. Aber das hat man ruckzuck raus. Und dann kann man es auch, ne? Dann hat man es auch damit drin. So, auf der anderen Seite haben wir also hier diesen Ventralhaken, wo man also hinten in die Rückenschuppe, in die letzte von der Königin einfasst. Den kann man hier auch abnehmen und entsprechend steril kochen. Das erkläre ich aber nachher auch noch genauer. So, dann haben wir hier unten also diesen Aufsatz, wo dann eben nachher das Königinhalterröhrchen mit der Königin aufgesteckt wird. Und dieses Teil hier unten, dieser Aufsatz, der hat hier zwei O-Ringe auch. Und die sind also nicht dazu da, um hier oben einen Luftabschluss hinzukriegen. Also die Luft kann ruhig hier unten und das CO2 hier unten raus, wenn es möchte. Es geht nur darum, dass die müssen also so breit sein oder so schmal, dass dieser Königinhalter leicht aufgesteckt und abgezogen werden kann. Und also weder schwergängig raufgeht, noch gleich nach unten durchrutscht. Das soll also beides nicht passieren, das soll leichtgängig hin und her gehen. Und dazu kann man die zur Not auch nochmal abmachen und ein bisschen was abschneiden, dass sie also nicht komplett rumreichen. Das ist also nicht entscheidend, dass das irgendwie Luft abschließt, sondern die sollen eben dieses leichte Gleiten gewährleisten. Ich habe das bei einigen älteren Geräten, bei Imkern teilweise in Kursen gesehen, dass das eben auch zu wenig war schon, dass die irgendwie eingetrocknet waren oder so und dann fiel da so runter. Und dann haben wir da ein bisschen Kreppband drum gemacht und plötzlich, das sind ja nur wenige Bruchteile von Millimetern, die das ausmachen, dass das dann plötzlich wieder so schön leichtgängig geht, wie wir das brauchen. Kommt also hier unten das CO2 rein und kommt hier oben raus und bläst hier ins Gesicht so ein bisschen leicht und dann schläft sie auch schön bei der Besamung. Ansonsten würde man das nämlich gar nicht machen können, wenn die so zappelt. So, hier oben den Spritzenhalter, den können wir also von Hand drehen. Diese Querbewegung, die machen wir also von Hand. Dann ist hier dieses kleine Rädchen, das macht also hier diese Winkelbewegung, womit wir dann nachher die Scheidenklappe beiseite drücken, wenn wir in die Königin reinfahren. Das erkläre ich dann entsprechend, wenn es soweit ist. Und hier mit diesem großen Rädchen fahren wir also die Spritze hoch und runter. Bei dem Rädchen ist ganz wichtig, dass sich der Anfänger vor allen Dingen einprägt, in welche Richtung bewege ich mich hier, wenn ich hier drehe. Nicht, dass ich statt rausfahren nachher noch tiefer fahren. Die Königin, das könnte sie also verletzen. So, hier oben drauf ist noch so eine gewellte Unterlegscheibe. Die ist relativ wichtig, weil die soll gewellt sein, weil damit nämlich das Ganze ein bisschen auf Spannung gehalten wird, damit man also diese Seitwärtsbewegung mit ein bisschen Gegendruck auch bewerkstelligt. So, dann erkläre ich mal. Gott, wir haben schon eine Dreiviertelstunde gequatscht. Ne? Vielleicht muss ich ein bisschen mich kürzer fassen. Es sei denn, die Menschen haben Open-End-Zeit. Ich komme zur Spritze. Da gibt es auch ein paar Besonderheiten, die man erklären sollte. Wir haben also hier oben so einen Gummikolben, der also dann hier entsprechend in diesem Zylinder läuft. Ne? Und das sind also Verbrauchsmaterialien. Ich habe mir da irgendwann mal so eine große Portion Omnifix F, das sind ja diese Tuberkulinspritzen aus dem Medizinbedarf, genau aus denen ist das ja gemacht. Da ist also einfach hier hinten das Stück abgeschnitten, womit man normalerweise das Ding festhält. Und hier dieses Teil, entweder wird das im Originalschleißsystem aus einem leicht schmaleren Kolben hergestellt, aus einer anderen Spritze. Ich bin dazu übergegangen, eben weil es Verbrauchsmaterialien sind, dass ich einfach bei diesem Kolben, der besteht ja aus drei so Ringen. Und ich kürze also die beiden hinteren weg. Die werden also ringsherum so vorsichtig weggeschnitten. Und dann habe ich nur einen Ring, auf dem das Ganze läuft. Und dann ist das hier schön leichtgängig. Und genau das brauchen wir nämlich bei der Drohnensamengewinnung, dass wir also ein leichtgängige Spritze haben. So, da kommt hier also der Zylinder drauf. Dann kann man die Spritze entsprechend mit Lösung füllen. Dazu nimmt man sich also eine ganz normale andere Spritze. Da ist natürlich hier vorne noch eine Kanüle drauf. Hält das hier rein und spritzt das rein. Der Kolben ist ungefähr zur Hälfte aufgezogen. Und dann haben wir also in beide Richtungen genug Spiel, um hin und her zu fahren. Das Komplizierteste bei der Spritzenvorbereitung ist sicherlich die Kanüle, die feine Glaskanüle, die vorne nur 0,3 mm hat und sehr empfindlich ist, die hier durch diese Muffe zu führen. Und da kann ich also nur empfehlen,
das auf jeden Fall gegen Licht gerichtet zu machen. Und dann, ich zeige das mal hier so, das ist jetzt hier also diese Stufenbohrung von innen in der Muffe. Und dann führe ich also die Kanüle so durch, dass ich sie mit der Seite hier so lang fahre. Und dadurch kann ich sie wesentlich ruhiger halten. Ich muss aber immer darauf achten, dass die Spitze vorne also sauber durchs Loch geht. Ich mache das jetzt hier gegen Licht gerichtet und führe das hier entsprechend durch. So, jetzt habe ich die also durchgeführt. Hinten an der Kanüle ist ja im Prinzip hier so eine Quetschdichtung, so eine Silikonquetschdichtung, die also hier dann in dieser Stufenbohrung verschwindet. Und dann kann ich das Ganze also hier entsprechend vorne aufschrauben auf der Spritze und die Flüssigkeitssäule hochfahren. Und dann muss ich also, das ist so ein Prüfmoment, feststellen können, okay, diese Flüssigkeitssäule, die lässt sich auch hier vorne gerade im Spitzenbereich, lässt sie sich also an jeder Stelle sofort anhalten. Die wandert also nicht nach. Wenn die nachwandert, dann ist meistens hinten der Kolben irgendwie undicht oder wir haben ein Luftbläschen aufgesogen. Also wir müssen auch darauf achten bei der Befüllung der Spritze, dass wir also ein Luftbläschen, was sich besonders gerne am Anfang hier unten über dem Kolben bildet, dass wir das also direkt rausklopfen, dass wir hier keine Luft drin haben. Das ist also wichtig für die feingängige Bewegung der Spritze. So, dann hatten wir hier diesen Feinstellhahn. Den habe ich bei mir immer auf eine Stellung einfach eingestellt. Ich stelle den gar nicht mehr nach. Der ist immer auf derselben Stellung. Und dann haben wir hier also oben eine grüne Kugel, unten eine blaue Kugel. Und wenn die grüne Kugel oben ist und die blaue unten, dann fließt genug Gas. Wenn zu viel fließen würde, dann würde die grüne auch entsprechend nach oben abdichten. Also mit diesem System, das ist der große Vorteil von diesem System gegenüber der, diesem Blubberbläschen-System, dass die Königin also nicht zu viel CO2 abkriegen kann. Das habe ich also hier dann immer so voreingestellt. Das Ganze geht ja dann quasi in diese sauschwere, große CO2-Flasche mit diesem Druckminderer. Und ich mache das im Prinzip so, wenn also ich eine Königin drin habe und sie zum Einschlafen bringen will, dann hier oben, das ist immer ein bisschen dann offen. Und dann mache ich bloß so ein ganz klein bisschen diesen Feinstellhahn auf, so ein kleines Stück. Dann zischt es kurz, dann füllen sich die Schläuche und dann kommt das CO2 unten an, ist hier durch den Druckminderer entsprechend reduziert und kommt in der richtigen Dosierung bei der Königin an. Und wenn ich mit der Besamung fertig bin, dann mache ich den Druckminderer einfach wieder, hier oben diesen roten Feinstellhahn einfach wieder zu. Das ist also ein ganz einfaches System, mit dem man dann entsprechend zügig arbeiten kann. So, was haben wir noch? Wir haben hier so eine kleine Feinpinzette, die benutze ich aber nie. Wir haben die Handsonde, die benutze ich immer. Das sehen wir nachher alles in den Videos. Wir haben entsprechend dann dieses Einlaufröhrchen, wo die Königin also vorwärts reingegeben wird und dann kommt das Königin-Halterröhrchen, was nachher auf dem Gerät ist, hinten aufgesteckt und dann soll sie im Idealfall da selbstständig hochlaufen. Das machen sie auch zu 90, 95%. Manche zieren sich ein bisschen und dann müssen wir ein bisschen pusten. Hier hinten gibt es ein kleines Loch, dann pusten wir die rückwärts da hoch, dass dann hier hinten entsprechend der Hinterleib rausschaut und wir sie aufstecken können auf das Besamungsgerät. So, oh, ich glaube mir, ach so, doch, eine Sache habe ich noch für euch. Das ist hier also eine Tupperdose, wo ich an der Seite entsprechend Löcher reingemacht habe mit einer Laubsäge. Und da kann ich also die Hände durchhalten, die setze ich irgendwo auf den Tisch. Und dann kann ich die Königin aus ihrem Käfig rauslassen, in diese Tupperdose reinfliegen lassen, sie da drin greifen. Denn die sind natürlich brünstig, die wollen los. Und wir wollen aber nicht, dass die irgendwo im Raum rumfliegt und wir wollen schon gar nicht, dass sie aus dem Fenster fliegt. Deswegen diese Tupperdose, die kann schon gute Dienste leisten. So, haben wir dazu erstmal alles gezeigt. Ach so, jetzt mache ich nochmal die Präsentation, wenn du die wieder groß machst. Nee, jetzt machen wir erstmal Fragen. Ja, ja, zwei Bilder habe ich noch. Das ist hier die alternative Variante zu der großen Druckflasche. Ich empfehle lieber die große Flasche, weil wir da gerade im unteren Regelbereich feiner regulieren können. Diese hier, die ist manchmal ein bisschen unregelmäßig. Das sind ja hier diese kleinen Getränke-CO2-Dosen, die man im Getränkegeschäft kriegen kann. Die ist manchmal ein bisschen ungenau in ihrer Regelung. Da haben wir mal mehr CO2, mal weniger. Ich meine, gut, man hat dahinter auch noch den Feinstellhahn auch hier bei diesem System geschaltet, der also quasi die Königin entsprechend schützt. Aber ja, ich habe dieses System nur für Notfall liegen und dieser Notfall ist noch nie eingetreten. Die Flaschen haben mich nie im Stich gelassen. Ich habe aber auch zwei Stück. So, und zu den Kanülen. Da sage ich vielleicht erstmal nochmal, das ist hier ein Bild aus meinem Buch.
aber ich habe gedacht, das ist so wichtig, das zeige ich euch mal. Diese Kanülen, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich die also auch, nachdem ich die durch diese Stufenbohrung in der Muffe nochmal durchgeführt habe, dass ich da also immer nochmal unter 20-facher Vergrößerung mir die Kanülenspitze angucke. Wir haben also nicht nur den Fall, dass die Kanüle oder die Notwendigkeit, dass die Kanüle bestimmte Außenabmessung hat, sondern sie muss natürlich auch intakt sein. So, jetzt ist es natürlich so, wenn jetzt hier an der Seite so ein großes Stück weggebrochen ist von der Kanüle, das sieht man ja beinahe schon mit bloßem Auge. Ne? Mir geht es darum, jetzt nochmal zu zeigen, deswegen gucke ich mir die Kanülen immer nochmal unter dieser 20-fachen Vergrößerung an und mache sie auch wirklich nochmal so schräg von oben, gucke ich dann durchs Mikroskop und schaue mir genau die Konturen von diesem Rand an. Und da sehen wir eben hier also so eine wundervolle Musterkanüle, auch sauber und so. Die hat hier also wirklich ganz runde Kanten an der Seite. Das ist alles schön abgerundet, da ist gar nichts kaputt. In dieser Kanüle können wir also bedenkenlos besamen. Und hier haben wir das Gegenteil. Oberflächlich betrachtet, wenn man sie nur schnell mal anguckt, sieht die hier genauso gut aus wie die. Aber wir sehen natürlich, die ist hier oben abgeplatzt, komplett ringsherum und sie ist scharfkantig. Mit so einer Kanüle darf man natürlich auf gar keinen Fall besamen. Die gehört weggeschmissen. Und das kann ich halt nur sehen, wenn ich mir wirklich, auch nachdem ich die durch diese Stufenbohrung durchgeführt habe, wirklich alle nochmal genau anschaue, die Kanülen, bevor sie in die Königin reinkommen. So, Fragen dazu, ja. Ja. Das erste war eine Frage zum Mikroskop. Was soll es haben? Gibt es da Preisvorstellungen? Worauf muss man achten? Nö. Da kann man eigentlich ein sehr, sehr einfaches Mikroskop nehmen. Ihr habt ja gesehen auf dem Bild, meins ist auch nur ein sehr günstiges, was damals bei diesem Schlei-Komplettgerät dabei war. Ich bin sogar froh, dass es ziemlich klein ist, damit ich nicht immer einen riesen Barhocker brauche, um mich da vorzusetzen. Also ich genieße das einfach, dass ich das unten umstellen kann, von 10 auf 20-fache Vergrößerung. Muss man komplett einrasten immer, damit man kein doppeltes Bild hat. Aber ein ganz einfaches Stereo-Mikroskop, ne? Also mit zwei Strahlengängen und 10-fache Vergrößerung muss es haben. Ja, an der Seite hier verstellbar. Die eine Seite ist bei mir oben fein einstellbar, dass ich das wirklich so einstellen kann, wie ich das auch für meine Augen brauche. Ne? Also ja, solche Funktionen muss es haben, aber das ist wirklich das Einfachste, tut es eigentlich. Wo du sagst, wie du das für deine Augen brauchst, hier kam die Frage, ich bin sehr kurzsichtig, minus 10 Dioptrien, kann ich dann trotzdem besamen lernen? Ja, also gut, Optiker bin ich natürlich nicht, aber ich würde jetzt mal behaupten, ja. Also das hängt ja damit zusammen, dass wir uns dieses Mikroskop eben für unsere Augen einstellen können. Also es gibt ja sogar solche, da kann man an beiden Okularen oben drehen. Also vielleicht muss ich jetzt nochmal die Einstellung beschreiben, wie man das macht. Also man sucht sich erstmal unten einen Punkt, sagen wir mal die Spitze vom Königinhalter, die sucht man sich, also diesen Punkt sucht man sich und stellt den erstmal mit dem Auge, wo nicht diese Verstellung am Okular oben ist. Vielleicht zeige ich mal einfach das Bild dazu. Also hier habe ich habe hier bei meinem linken Okular habe ich diese Stellenmöglichkeit. Ich gucke also dann zuerst mit dem rechten Okular, also da mache ich das linke Auge zu, gucke du mit dem rechten Auge durch und stelle mir erstmal hinten mit der groben Höhenverstellung diesen Punkt, den ich da unten also scharf haben will, scharf für das rechte Auge. Und dann fange ich an, dann mache ich hinten also keine Bewegung mehr mit dem Auf-Ab-Mechanismus, sondern stelle für das linke Auge, also rechtes Auge geschlossen, linkes Auge dann reingeguckt, stelle ich mir mit dieser Feineinstellung das linke Auge scharf. Und wenn ich das gemacht habe, brauche ich da oben dann nichts mehr nachstellen und kann dann entsprechend nur noch hinten die grobe Höhenverstellung benutzen, wenn ich jetzt zum Beispiel erst den Stachel greifen will und dann nachher unten die Vagina, die ist ja ein bisschen tiefer, später dann, wenn ich die Stachelkammer aufgemacht habe, dann stelle ich nur noch hinten nach. Ne? Und dann ist das also hier oben für meine Augen entsprechend scharf eingestellt. Und ich würde mal sagen, das kann man, bin ja jetzt kein Experte für Augen, aber ich würde sagen, das müsste auch in diesem Fall dann gehen, ja. Dann haben wir offensichtlich Profis mit dem Chat. Die ja. Wollen wissen, Stachelgreifer oder Lochhaken? Genau, da bin ich jetzt auch nicht näher drauf eingegangen. Ich empfehle halt den Stachelgreifer. Der ist ja die spätere Erfindung quasi. Der Lochhaken war früher erfunden. Davor gab es sogar schon dieses Schaufelchen. Das ist so ein...
So ein kleines Messing-Ding, was man einfach nur hinten in den Stachelgrund eingeklemmt hat und den dann nach hinten gezogen hat. Später kam eben dieser Lochhaken. Da gibt es ältere Modelle, die sind noch nicht nachgehärtet und da geht also die Scharfkantigkeit innen von diesem Lochhaken nach und nach verloren, weshalb dann der Stachel ständig rausflutscht. Bei den neueren ist es nachgehärtet. Manche Leute mögen damit besser klarkommen. Man muss also dann quasi diesen Stachel dieses Loch, den Stachel in das Loch einfädeln, verkanten und dann zur Seite wegziehen, ne? Sodass man die Stachelkammer aufgezogen kriegt. Ich habe mit all diesen Sachen schon mal gearbeitet. Ich bin natürlich mit dem Stachelgreifer geübt und ich habe auch erfahrene alte Besamer gehört, die gesagt haben, als der Stachelgreifer auf den Markt kam, ist die Besamung wirklich nochmal um einiges einfacher geworden. Dann kriege ich gerade von Ralf das Signal, wir haben alle Zeit der Welt, du brauchst dich also nicht hetzen. Wir machen so lange, wie wir brauchen. Und dann kommt noch eine Frage rein. Da weiß ich nicht, ob die, wie ernst die gemeint ist. Was würde passieren? Wir schenken uns das ganze Thema künstliche Besamung, setzen die Königin einfach in den in die Drohnenvoliere. Was würde dann passieren? Gar nichts. Also da gibt es ja auch Untersuchungen, weiß nicht, das hat man schon Anfang der 90er Jahre gemacht, die sogenannte Paarungskammer. Das ist also dann, sind also Riesengebilde gewesen, die waren also, ich weiß gar nicht, 3 Meter, 5 Meter, 10 Meter hoch, so Art Zelte. Und man hat dann also rausgefunden, dass diese Tiere dann ganz oben zum Licht fliegen. Das muss also wirklich sehr hell dann auch sein. Und dann kann es tatsächlich in solchen Zelten auch zur Paarung kommen. Aber das ist sehr unzuverlässig. Und ja, also in der Regel waren die dann nicht ausreichend gepaart. Die können ja, also die weiß nicht, ob die dann nicht in Stimmung kommen oder was. In so einer Voliere würde auf jeden Fall gar nichts passieren. Nochmal zur Umgebung. Wo kann besamt werden? Zimmer und draußen unterm Sonnenschirm. Was gibt's? Was geht? Ich habe das alles schon gemacht. Ich habe auch draußen auf dem Bienenstand besamt, kommt nachher auch gleich noch ein Bild. Aber natürlich für den Anfänger wird sich das sicherlich empfehlen, erstmal in einen ruhigen Raum, wo man auch in Ruhe sitzen kann, wo man sich einen Kaffee hinstellen kann. Also für den Anfang würde ich drin empfehlen. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Machen wir mal weiter, genau. Ich sage noch kurz was zum hygienischen Teil und steril kochen der Geräte. Genau. Zunächst einmal, ich arbeite gerne mit selbstgedrehten Tupfern. Das ist also einfach ganz normale Watte aus der Apotheke und Zahnstocher. Zahnstocher haben eine raue und eine feine Seite. Man nehme gerne die raue Seite nach oben, weil dann dreht sich es besser auf. Ungefähr die Menge, wie auf dem Bild zu sehen, vielleicht auch ein bisschen weniger. Und das Endergebnis ist eben so ein schöner, selbstgedrehter Zahnstocher mit Watte drauf, der diesem gekauften Wattestäbchen vorzuziehen ist. Also ich ziehe den vor, weil er weicher ist. Also er passt sich besser der Kanüle an und ich kann besser die Kanüle putzen. Er ist nicht so hart. Und deswegen empfehle ich immer das, selbstgedreht. Hier unten habe ich nochmal Minitube als Foto zeige ich hier nochmal und eben Natriumchlorid, also Kochsalzlösung 0,9%. Die gibt es also in solchen kleinen Abpackungen in der Apotheke. Das reicht also als Medium aus, um die entsprechende Spritze zu füllen, damit man also hinten eine Flüssigkeitssäule hat für die Besamung. Ich arbeite inzwischen grundsätzlich mit diesem Minitube. Das kann man von der Firma Minitube bestellen. Das ist in zwei Komponenten Flüssigkeit. Also hier wird angeliefert als Pulver und als bidestilliertes Wasser. Und das kann man entsprechend der Anleitung dann zusammenrühren und dann schütteln. Ich glaube, zusammenrühren, 5 Sekunden schütteln, Viertelstunde stehen lassen, nochmal 5 Sekunden schütteln, nochmal 5 Minuten stehen lassen und dann kann man es verwenden. Es ist dann so fertig angerührt. Eine Woche verwendbar. Man kann es aber dann in Spritzen aufziehen und diese im Gefrierfach bis zu ein Jahr lagern. Und dann immer, so mache ich das, immer wenn ich besamen will, taue ich das ein paar Stunden vorher auf und dann kann ich sofort loslegen und habe also eine Lösung, die nochmal ein bisschen besser ist als die Kochsalzlösung, weil da ist ein bisschen Antibiotika mit drin. Und von daher kann ich also, ja, auch wenn das mal nicht so ganz hundertprozentig hygienisch ist, passiert da nicht gleich was bei der Spermaaufnahme.
Bei Natrium, außerdem kann ich es mit dem, darf es auch sich mit dem Sperma vermengen, ein bisschen. Das ist bei Kochsalzlösung nicht so einfach. Also das sollte sich jetzt nicht unbedingt mit dem Sperma vermengen, weil es nicht so gut für das Sperma ist. Das sollte also immer schön getrennt sein vom Samen. Aber da kommen wir sicher nachher noch drauf in den Videos. Ich wollte euch nur die beiden Medien nochmal vorstellen. Ja, das Sterilkochen findet also im Dampfkochtopf statt. Also wir haben da drunter vielleicht einen Zentimeter im Topf Wasserfüllung. Dann kommt so ein Siebeinsatz drauf, wie man ihn zum Dünsten hat. Und dann wird dort halt ein bisschen Alufolie ausgelegt und dann werden die Sachen schön wie bei Weihnachten entsprechend eingewickelt. Also mindestens die Kanülen in einem Extrafach vorne extra großzügig weit umgefaltet, damit man die Spitzen nicht irgendwie gefährdet. Dann wird also komplett die Spritze, also alle Einzelteile, Muffe, Zylinder, Hülse und die Spindel entsprechend eingewickelt und kommt in den Dampfkochtopf. Dann kommen die Tupfer natürlich rein, die wir vorher gedreht haben. Da kommt der Ventralhaken vorne, dieser Aufsatz hatte ich euch vorhin gezeigt, kommt rein. Die Handsondenspitze, die kann man auch abmachen, kommt rein. Und eventuell die normale Spritze mit der normalen Kanüle, wo wir eben das Medium dann entsprechend mit verfüllen können, wenn man da nicht jedes Mal eine neue anbrechen will. Also ich mache das gerne aus Umweltschutzgründen, dass ich die mehrmals benutze und dann werden die natürlich auch nochmal steril gekocht. Es sei denn, man holt sie aus dem Gefrierfach, wenn schon das Medium drin ist, dann kann es natürlich nicht damit reingemacht werden, weil dieses Medium wird natürlich nicht mit steril gemacht. So, was auf gar keinen Fall rein darf, ist dieser Königinhalter und diese Einlaufhülse, weil das sind Acrylglasteile. Acrylglasteile würden also matt und werden und vielleicht sogar springen im Dampfkochtopf. Deswegen werden die bloß mit Seifenspüliwasser ein bisschen ab und zu mal ein bisschen gereinigt. Nicht nach jeder Königin, um Gottes Willen, eher nur nach jeder Besamungsaktion und dann ist sie fürs nächste Mal auch wieder sauber. Ich mache auch den Stachelgreifer nicht rein. Der wird also vorne an der Spitze ein bisschen mit Alkohol sauber gemacht oder bei der Besamung bitte nicht mit Alkohol arbeiten, sondern nur davor, also ein paar Stunden vorher, dass es noch abdampfen kann, weil das ist für das Sperma auch wieder tödlich, für die Königin auch nicht gut. Wenn ich während der Besamung den Kopf sauber machen muss, dann mache ich das mit dem Tupfer und ein bisschen Minitube. So, also diese Sachen kommen nicht in den Topf und dieser Topf wird dann also entsprechend auf den Herd gepackt bei Stufe 2, Stufe irgendwas und wird ordentlich erhitzt, dass dann also oben diese Teile da rauskommen, dass da schön Druck drauf kommt. Und sobald das einmal anfängt zu zischen, nehme ich den also von der Platte runter und lasse ihn da noch eine Viertelstunde unter Druck stehen, so ein bisschen. Und dann ist das alles auch steril genug. Also das ist so kompliziert ist das eigentlich nicht. Eine Zwischenfrage gab es noch zum Thema Kanüle. Wären nicht Kunststoffkanülen günstiger? Es kam, als du die Bruchkanten gezeigt hast. Ja, das waren die Anfänge der Besamung von 1900 irgendwas, also im letzten Jahrhundert. Die ersten Kanülen, die es gab, waren in der Tat aus Acrylglas. Es wurde dann so von innen, also wurde erst so ein Ding, so eine Kanüle hergestellt, dann wurde das von innen gebohrt, einen ganz feinen Bohrer und dann wurde der letzte Teil vorne, wurde also mit so einem ganz feinen Draht entsprechend aufgebohrt von innen und dann von außen nochmal ganz, ganz dünn gemacht. Und so hat man also früher mit Acrylglaskanülen besamt. Das Problem ist, diese Teile sind halt, das ist ein bisschen unhygienisch. Also wir können das gleiche Problem halt wieder, wir können die nicht in einen Dampfkochtopf steril kochen. Und da haben wir also mit diesen Glaskanülen heutzutage also einen Riesenvorteil. Die kann man auch selber herstellen, das würde aber heute wirklich absolut den Rahmen sprengen. Hab ich in meinem Buch beschrieben. Das ist also nicht das Problem mit den Glaskanülen. Vor allen Dingen, wenn man sie gut pflegt, und da kommen wir nachher noch zu, kann man die also über viele Jahre benutzen. Ich benutze also etliche gute Kanülen. Ich habe so richtige Lieblingskanülen, weil sie halt die perfekten Maße haben. Benutze ich seit 2014. Also das ist bei guter Pflege, das halten die also ewig. Naja, irgendeinen Grund, irgendwas müssen wir ja noch übrig lassen für dein Buch. Also wir können nicht alles zeigen. Gut, weiter. Weiter im Text. Ja, Gewinnung des Drohnensamens. Wir kommen langsam in Richtung der ersten Videos, nachdem ich hier noch ein paar Folien gezeigt habe. Ihr habt da tapfer bis jetzt mitgemacht.
das ist jetzt hier also zum Beispiel so ein Fensterrahmen, den habe ich mal gebaut. Den kann man hier unten entsprechend auf ganzer Weite öffnen und dann kann ich dort die Drohnen auch zum Beispiel aus der Drohnentasche reinstoßen. Das muss ich natürlich schnell machen, bevor die wegfliegen. Also ich überrumpel die regelrecht, mache dann unten wieder zu und dann kann ich mir hier also für die Spermagewinnung immer einzeln aus dieser kleinen Luke vorne die Drohnen rausnehmen. Wenn ich die aus der Voliere nehme, dann muss ich sie natürlich einzeln abfangen und mache sie dann zum Beispiel hier in so einen sogenannten Scalvini-Käfig. Oben durch so ein kleines Loch mache ich die dann rein aus der Voliere und schütze sie dann, indem ich groß aufmache, entsprechend in diesen Fensterrahmen rein. Oder benutze sie sogar zur Samengewinnung direkt hier raus. Kannst die Folien wieder groß machen. Und so wird also dann, wenn die Drohne dann also gewonnen, dann sitze ich also vor meinem Gerät, hole die raus. Hier sieht das entsprechend aus, wenn ich das direkt auf dem Bienenstand mache. Hier ist ein bisschen Müll im Auto, das macht aber nichts, das tut dem Ergebnis gar nichts. Da sitzt man also hier hinten dann auf so einem kleinen Art Hocker, in diesem Fall eine Kiste, hat hier das Besamungsgerät, hat hier diesen Fensterrahmen, hier hinten fliegen die Bienen und dann kann man sich also nach und nach die Drohnen rausnehmen und sie entsprechend am Gerät verarbeiten. Wenn ich die Drohnen stülpe, das zeige ich ja auch, seht ihr gleich im Video, dann, das ist noch ein heißer Tipp, drehe ich mich quasi vom Besamungsgerät weg. Ich mache das, ich drehe mich also extra ein bisschen in die andere Richtung, damit, falls doch mal einer so ein bisschen ja, scheißt, dann scheißt er nicht direkt mir auf das Besamungsgerät und kontaminiert das nicht mit seinen Fäkalien. So, das ist also nochmal so ein Tipp nebenbei. Ein bisschen wegdrehen immer, wenn man den Drohnen stülpt. Ja, bevor wir jetzt gleich die ersten Videos uns anschauen, zeige ich schon mal vorneweg. Wir werden also erstmal die Drohnen-Stülp-Videos sehen und danach werden wir sehen, wie der Samen also in die Kanüle aufgezogen wird. Dazu nachher, bevor das in der Hektik der Videos untergeht, zwei wichtige Details. Also wenn wir den gestülpten Drohnen haben, das ist hier also der Phallus vom Drohnen, dann hat man also, bei diesem hier sieht man es ein bisschen besser, vor allen Dingen Schleim. Ne? Der Drohnen hat ganz viel Schleim, dieses Weiße ist Schleim und nur dieses Milchkaffeebraune oder Gelbe, je nach Lichtquelle, ist das ein bisschen anders immer gefärbt, ist das Sperma. Und da gibt es also Flächen, wo das Sperma besonders dick aufliegt, das ist in diesem Fall hier. In diesem Fall ist es hier oben. Und das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieses Sperma teilweise sogar auch auf diesen dicken Flächen nur auf Schleim aufliegt. Also da kann auch darunter noch Schleim sein. Und wir dürfen niemals Schleim mit in die Kanüle aufnehmen. Und deswegen eben ist es ein ganz wichtiger Hinweis, dass wir mit der Kanüle nicht in die Spermafläche hineinstechen, sondern wir tupfen nur auf und ziehen dann auf. Und das machen wir folgendermaßen. Wir drücken also mit der Spritze an die Kanülenmündung einen kleinen Klecks Sperma, den wir schon aufgezogen haben, heraus. Der ist hier unten zu sehen an der Kanülenmündung und berühren dann die Fläche von dem die Spermafläche von dem nächsten Drohnen. Und nachdem diese Berührung hergestellt ist, fangen wir wieder an aufzuziehen und ziehen sogar den Drohnen ein bisschen auf Abstand, also von der Kanülenspitze weg. Und das sieht man hier recht gut. Also das Thema, das Sperma ist also relativ zäh, kommt also ein bisschen mit der Kanüle mit. Irgendwann reißt der Faden auch ab, aber es kommt erstmal ein bisschen mit. Und es ist also nicht ganz so zäh wie der Schleim, der kommt also nicht so leicht mit. Das heißt, wir saugen es regelrecht vom Drohnen ab. Wir stechen niemals mit der Kanüle in die Spermafläche rein. Ein letztes Bild noch, bevor wir die ersten Videos sehen. Das ist auch noch ein wichtiges Detail. Also hier haben wir also die Kanüle, hier unten ist die Kanülenspitze, die Mündung. Und wir haben also hier, war man schon fleißig, hat man schon ganz viel Drohnensamen aufgezogen. Das ist also schon eine sehr große Spermasäule. Ich würde mal sagen, das sind hier in diesem Fall, das ist jetzt nicht ganz realitätsnah abgebildet, 4,5 cm, vielleicht 5 cm Spermasäule, also für knapp 5 Königinnen ist hier schon Sperma aufgezogen. Hier oben ist noch die Restflüssigkeit, also Minitube oder Kochsalzlösung, die sich also immer weiter, je mehr Sperma wir aufziehen, immer weiter in die Spritze, ins Hintere der Spritze zurückzieht. Und wichtig ist eben, dass wir immer auch noch hier zwischen einen kleinen Luftbereich lassen. Also das Sperma soll sich also nicht mit diesem Medium großartig verdünnen. So, jetzt würde ich sagen, kannst du mal, es sei denn, wir haben noch Fragen, aber dann fangen Ja, wir mal an mit den ersten Videos. ich denke mal, als eben dein Auto gezeigt wurde, kam die Frage rein,
wie UV-Strahlung auf das Sperma wirkt. Sehr guter Punkt. Nicht nur auf Sperma, auch auf die Netzhaut vom Besamer. Also in beiden Fällen ist da Acht zu geben. Ich arbeite natürlich nicht direkt in der Sonne. Also ich mache das schon so, dass ich versuche im Schatten zu arbeiten, wenn ich das draußen mache, und habe dann so eine kleine Baumarkt-Taschenlampe wie nennen sich diese kleinen Neonröhren? Ne, nee, Quatsch, diese. Na egal, also auf jeden Fall Kaltlicht, ne? Kaltlicht soll es sein. Das ist also am besten. Bei dem Schleigerät gibt es ja diese kleine Kaltlichtlampe, und ich mache das eben mit so einer Baumarkttaschenlampe, wenn ich da draußen zugange bin. Und es soll also Kaltlicht sein. Das ist also gut fürs Sperma einerseits und gut für die Netzhaut des Besamers. Wenn man jetzt voll die Sonne raufbraten lässt und schaut er die ganze Zeit durchs Mikroskop, kann ich nur von abraten. Ne? Also mache ich auch nicht. Da sind mir meine Augen ein bisschen zu schade für. Kaltlicht ist halt, wie gesagt, unkompliziert. So, und die Spermasäule, natürlich sollte diese Säule jetzt nicht stundenlang dem Licht ausgesetzt sein. Also wer jetzt noch nicht so wahnsinnig schnell arbeitet, der sollte vielleicht den oberen Teil ein bisschen mit Papierstreifen abkleben. Ne? Das ist also wirklich nur immer dieser Punkt vorne, wo der Samen aufgezogen wird, entsprechend beleuchtet ist. Und nochmal Strahlung. Hast du Erfahrungen damit, mit Mikrowelle zu desinfizieren, zu sterilisieren? Hab ich selbst noch nie gemacht. Hielt ich immer für überflüssig. Gilt natürlich das Gleiche im Grün. Acrylglas nicht reinmachen. Und gerade diese Wattetupfer, die ja im Prinzip ja hinten ihren Holzzahnstocher haben, die müssen natürlich in äußerst feuchte Tücher eingewickelt werden, dass das nicht anfängt zu kokeln. Ne? Und die ganzen Metallteile geht natürlich nicht. Ne? Also das Mikrowelle, das ist natürlich nur was für die Kanülen und für die Tupfer. Gut, sollen wir das erste Video zeigen? Jo. Das wäre Video 1 Stülpen. Genau, also ich drücke also nur leicht auf den Drohnen drauf erstmal, dann kommen schon die Hörnchen raus. Und dann drücke ich nochmal stark und dann kommt der Phallus komplett raus. Ne? Und dann hat man eben hier in diesem Fall hier auf der Seite entsprechend das Sperma. Wenn du es nochmal abspielen kannst, ich halte den Drohnen also zunächst mit rechts, sodass sein Unterleib zur Richtung Daumen zeigt, ne? Und drücke mit links also hinten auf den vorderen Bereich des Hinterleibs drauf und erst schwach, nur schwach und dann eben stark, nachdem die Hörnchen draußen sind. Man kann dann nochmal dem so 1, 2, 3 Sekunden Verschnaufspause geben. Ideal gestülpt ist er also, wenn diese Hörnchen, wenn die raus sind, und er wird dann hart. Ne? Dann ist also, der wird also der Hinterleib wird komplett hart, und das ist dann so ein Drohnen ist also sehr reif. Und dann wartet man kurz, lässt ein bisschen verschnaufen, damit er nicht gleich auseinanderplatzt. Das kann nämlich auch passieren, dass das hinten alles aufplatzt. Und dann erst drückt man komplett raus. Und ich habe mir das sogar angewöhnt, wenn die Drohnen also äußerst reif sind. Das kommt manchmal vor. Und dann drückt man nur ein ganz klein bisschen hinten drauf. Und dann stirbt, also es ist noch viel schneller als jetzt, dass er sofort die Hörnchen rausstülpt. Und dann ist es manchmal hilfreich, mit rechts unten den Kopf abzureißen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen brutal, das hat aber wirklich den Hintergrund, dass ich diesen Drohnen nicht verwerfen will. Also wenn der mir wegplatzt hinten, das würde dann bedeuten, dass ich ihn verwerfen müsste. So einen Drohnen kann ich also, von dem kann ich also Sperma nicht mehr aufziehen. Das würde also sich zu sehr vermischt haben mit Schleim, mit vielleicht sogar Hämolymphe. Und so kann ich den also dann retten, so einen überreifen Drohnen. Ne? So, nächstes vielleicht. Hier sehen wir das also nochmal bei einem anderen Drohnen. Der stülpt ein bisschen langsamer. Ich warte wieder kurz, dann habe ich erklärt und dann stülpe ich den Rest raus. So. Und wichtig ist, und das sehen wir jetzt eben beim dritten Video, wenn du das anspielst, dass der Drohnen also nicht seinen Phallus an unseren Finger schleudert. So einen Drohnen müssen wir verwerfen, ne? Weil da können wir also nicht mehr garantieren, dass das Sperma entsprechend hygienisch ist und sauber ist. Es kann auch passieren, da haben wir jetzt hier kein Video zu eingespielt, dass der also seinen Phallus hinten an den Hinterleib schleudert, und das ist genauso unhygienisch, wenn er den also in seine Haare schmiert. Ne? Das soll also auch nicht passieren. Also die beiden Fälle von den beiden ersten Videos, das war
gut und hat wunderbar funktioniert und in diesem Fall halt nicht gut. So, das sind die drei Videos zum Drohnenstülpen. Wir können dann jetzt direkt fortfahren mit den anderen Videos zum Sperma aufziehen. Das dann sind Fragen dazu. Gut. So, das erste Video hier, da zeige ich euch also zunächst einmal, wie ich so eine Startportion aufnehme. Hier zeige ich erstmal Putzen, also Putzen mit dem den Tupfer entsprechend von beiden Seiten runterstreichen. So, dann schiebe ich also entsprechend die Säule ein Stück weit vor, sodass vorne noch, sagen wir mal, ein Zentimeter von dieser Spritze Luft bleibt. Und dann komme ich, und wenn es Minitube ist und kann also eine kleine Startportion mit der Spritze ohne Kanüle durch solch einen hervorgedrückten Tropfen aufnehmen. Und das Aufziehen, das ist hier schon beinahe ein bisschen viel in diesem Fall. Also es reicht, wenn man vorne den knappen Bereich von der verengten Spitze bloß befüllt. Und dann hat man es mit dem ersten Drohnen leichter. Wenn dieser erste Drohnen, den man dann aufzieht, nämlich zu wenig Samen hat, dann kann es passieren, dass man keine Spermasäule aufbauen kann mit dem ersten Drohnen. Und dass also dieser, wenn man das zu sehr hochzieht, nämlich in diesen breiteren Bereich oben, dass dann dieser Samen quasi innen an die Wände klatscht und dann nicht aufgenommen werden kann. Und das kann ich hiermit also nicht mehr hin und her geschoben werden kann. Und das kann ich mit so einer Startportion verhindern. So, jetzt ziehe ich also den ersten Drohnen auf in direkten Kontakt mit dieser kleinen Startportion, Minitube, und wandere also entsprechend ein bisschen mit. Und ihr seht schon, ich nehme nicht alles auf. Machen wir noch nicht das nächste Video, warte mal. Ich nehme also noch nicht mal alles auf, ich bin verschwenderisch. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also man könnte jetzt noch hier und da ein bisschen weiterziehen bei diesem Drohnen. Das mache ich aber gar nicht. Ich habe jetzt hier eine kleine eine Portion aufgenommen und die ist oben in diesen breiten Bereich zurückgewandert. Und siehe da, es ist nicht an die Wände geklatscht. Ich habe sofort eine Säule aufbauen können und mit dieser Säule kann ich jetzt arbeiten. Nächstes Video. So, jetzt schiebe ich also diese Säule hervor, solange dass ein kleiner Tropfen vorne rauskommt. Und erst dann stelle ich die Verbindung her und ziehe direkt auf, ziehe den Drohnen dabei auf Abstand, kann man hier auch ein bisschen sehen. Und dabei ist jetzt hier auch die Säule abgerissen, aber das soll mir bei diesem Drohnen auch reichen. Nächstes. So, hier ist der Samen. Man sieht, der Samen ist immer auch ein bisschen woanders, ne? In diesem Fall ist also der breiteste Samenbereich oben. Ich mache wieder den Tropfen raus, ziehe auf Abstand und saug ab. Wandere dabei mit dem Drohnen mit. So, der Rest unten ist vor allen Dingen Schleim. Weg damit. Und so füllt sich nach und nach diese Kapillare. Hier wird nochmal zwischengeputzt, damit immer schön die Spitze vorne frei ist, damit da nichts antrocknet. Nächstes. So, das ist hier schon, der Samen liegt auf jeden Fall auf dem Schleim auf. Ne? Und das ist natürlich schon kompliziert. Das ist, ja, muss man ganz vorsichtig aufnehmen. Lieber ein bisschen verschwenderisch sein, das reicht schon. Wenn man Schleim mit aufnehmen würde, das würde man also sehen, da würde sich hier vorne wirklich so ein ganz weißer Faden hochziehen, schneeweiß. Und dann, das muss sehr schnell also wieder raus. Ne? 10 Sekunden, dann irgendwann wird es schon hart und dann kriegt man das manchmal durch diese Kanülenmündung von innen gar nicht mehr rausgedrückt. So, haben wir noch eins dazu zu dem? Ich glaube ja. Ne? Ist, glaube ich, das letzte jetzt. Ja, genau. Das vorletzte. So, hier wird es schon deutlich komplizierter. Ihr seht also, der Samen ist irgendwo zwischen den Schleimen, auch nur ein ziemlich dünner Faden. Das ist also eher was für den Profi. Man darf sich als Anfänger auch erlauben, nicht jeden Drohnen zu nehmen. So. Und dann haben wir, glaube ich, noch eins, oder? Gut, dann machen wir das auch noch. Kommt. Kommt. Hier muss ich sogar den Drohnen ein bisschen drehen, damit ich überhaupt diese Stelle finde, wo der Samen am dichtesten aufliegt. Und ziehe dann ganz vorsichtig wieder auf Abstand gezogen ab, wandere ein bisschen mit und wegziehen. Drohnen wegziehen. Man zieht den Drohnen am Ende einfach weg, bevor der Schleim kommt. Putzen. So, und kommt jetzt noch der Abschluss direkt? Ich glaube, ja. Genau.
Wenn ich da also genug Samen gewonnen habe, dann mache ich einfach noch so ein, lasse ich ein bisschen Luft und ziehe dann entsprechend Lösung nach, egal ob Minitube oder Kochsalz, ist ja auf Abstand zum Samen. Und dann habe ich quasi diese Spermasäule in der Kanüle luftdicht abgeschlossen gegen Außenluft. Das ist also das Ende und so verbleibt das dann, bis ich irgendwann dann die Königin entsprechend besame. So, dann haben wir also Videos jetzt genug. Jetzt gehen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen bei den Folien weiter. Ne? Ja, zum Thema, wo wir jetzt gerade mehrere Drohnen aufgezogen haben, wird bei der Multidrohnenbesamung das Sperma nochmals gemischt. Bei dieser Methode jetzt hier nicht. Da gibt es natürlich Mischverfahren. Das einfachste ist die Habo-Spritze, die modifizierte nach Schlei. Da kann man also so eine Art Mischort integrieren, indem man also mehrere Kanülen hintereinander schaltet mit einer Verbindung durch Silikonschlauch. Und da empfiehlt es sich aber, die Kanülenmündung von der hinteren Kanüle ein bisschen größer zu wählen, damit also die Spermien da besser durchgehen, wenn sie die Säule hochgezogen werden. Und dann werden die quasi davor nochmal verwirbelt. Das wäre eine ganz sehr einfache Methode der Spermamischung. Bei diesem Verfahren, was ich jetzt hier jetzt heute Abend vorstelle, macht man das nicht. Ja. Gut, noch was zum Drohnen. Ja, ab wann sind die Drohnen reif? Erst ab Mai oder? Naja, wenn ich das gut vorbereitet habe, dann sollten sie eigentlich zu jedem Besamungstermin zur Verfügung stehen, den ich einplane. Ne? Deswegen ist es ja so wichtig, dass ich mir bei der Drohnenaufzucht wirklich so viele Mühe gebe. Und ich habe ja vorhin auch ein paar Punkte dargestellt, die also eben besonders wichtig sind bei dieser Drohnenaufzucht. Und also ich ziehe also Drohnen auf, ja, die ersten Besamungen mache ich so Mitte Mai. Das sind vor allen Dingen diese VSH- oder SMR-Besamungen für die Varroa-Resistenzzucht. Und dann mache ich bis Anfang August ziehe ich Samen auf, immer wenn ich was brauche. Und zu diesen Terminen muss ich halt immer dann entsprechend die Drohnen vorbereitet haben mit Planung 45 Tage vorher. Genau. Da müssen die Leute im Zweifelsfall nochmal zurückblättern. Genau. Ja, am Ende können sie ja nochmal fragen, wie viel sie wollen. Genau. Ja, machen wir mit den Narkosen. Die Präsentation läuft. Okay, machen wir mit den Narkosen weiter. Also wir brauchen eine zweimalige CO2-Narkose, damit die Königin ihren Legeimpuls kriegt. Das ist vielleicht insofern von der Natur abgekupfert, dass die Königin ja, wenn sie zu ihrer Paarung ausfliegt, dass sie dann in diesem Fall in ihren Zellen CO2 anreichert und dass das offenbar den Beginn der Eiablage stimuliert. Und das versuchen wir wahrscheinlich dann entsprechend nachzuahmen, wenn wir also ihr CO2-Narkosen geben. Und es hat sich herausgestellt, dass es mindestens zwei sein sollen. Sie soll also insgesamt in ihrem Leben 10 Minuten geschlafen haben unter CO2-Narkose. Und da haben wir dann also verschiedene Möglichkeiten, wie wir das einrichten, dass das so stattfindet mit zwei sogenannten Tiefenbegasungen. Tiefenbegasung heißt, die soll also nicht, wenn die wieder rauskommt aus dieser Tüte, sofort wieder aufwachen. Das wäre keine Tiefenbegasung, sondern die soll also wirklich noch eine Weile nachschlafen und dann erst so nach und nach aufwachen, dann langsam wieder anfangen zu zucken und entsprechend dann wieder fit werden. Und das erreichen wir also, indem wir über eine Minute, also eher zwei oder drei mindestens, auf einmal eben sie schlafen lassen in so einer Tüte unter CO2. Und von daher hat es sich bietet es sich also an, dass man entweder 7 Minuten die sogenannte Vorbegasung macht, also die macht man mindestens 2 Stunden vor der Besamung, eher einen Tag vorher. Also ich mache das meistens so, dass ich am 9. Tag morgens die Königin aus ihren Minis abfange. Das ist auch noch eine wichtige Sache. Man muss die natürlich morgens abfangen oder ganz spät abends, aber morgens ist es eigentlich entspannter, weil da sind die Völker noch sehr ruhig, die Königin fliegen noch nicht so leicht auf. Sie kann zwar auffliegen, wenn ich sie also berühre und nicht gleich gegriffen kriege, dann kann es schon sein, dass sie hochgeht, aber in der Regel kann ich sie, wenn ich sie morgens abfange, in Ruhe auf den Waben suchen und dann fangen, käfigen und dann entsprechend diesen Käfig hier so manipuliere, wenn es ein alter Käfig ist, dass ich vorne wirklich auch einen vernünftigen Verschluss mache,
wenn also hier die Plastizunge vorne schon fehlt und nicht irgendein Kreppband nehme, was die Bienen wieder aufknappern, sondern ich habe also hier so ein Paketklebeband einmal drumherum und an den Seiten nochmal zugefaltet. Und das kriegt dann auch die schlauste Arbeitsbiene nicht mehr aufgeknappert. Da drin ist natürlich Futterteichverschluss, sodass die Königin sich jederzeit einen Snack genehmigen kann. Und sie wird halt, wenn sie zwischen die Waben geklemmt ist, dann von ihren Arbeitsbienen hier noch entsprechend durch den Käfig versorgt. Und dann gehe ich hin, also am Abend dieses neunten Tages komme ich wieder auf den Stand und mache diese CO2-Narkose, die erste. Und hier mache ich die also alle in so eine Tüte, die ganzen Käfige von den Königen, die ich besamen will, und leite also vorsichtig dieses CO2 ein. Lasse oben immer hier so ein bisschen einen Spalt offen. Denn das Ganze funktioniert so, das CO2 ist also schwerer als Luftgemisch. Es sackt auf den Boden von dieser Tüte. Und das Luftgemisch, also Sauerstoff und die ganzen anderen Bestandteile, versuchen also nach oben hin zu flüchten. Und diese Möglichkeit sollten wir diesen Bestandteilen natürlich auch geben. Und so ist diese Tüte, also füllt sich nach und nach mit CO2. Und dann sieht man schon, da kann man diese Käfige ab und zu da unten mal ein bisschen drehen und purzeln. Und dann sieht man, wenn die Königin also regellos der Schwerkraft entgegenpurzeln, dann ist unser Ziel erreicht, die Tiere schlafen. Dann können wir den Hahn von der CO2-Flasche auch entsprechend abdrehen, knoten die Tüte zu und legen sie irgendwo ins Warme, also zum Beispiel ins warme Auto, bitte aber nicht in die strahlende Sonne. Wenn wir das die Vorbegasung drin machen, können wir sie auch in so einen Brutschrank legen, wie hier an der Seite zu sehen ist. Aber wir legen sie also entsprechend ins Warme. Und da haben wir also die Möglichkeit, entweder diese Erstbetäubung 7 Minuten zu machen oder hier die dick markierte 5, ich nenne das 515. Das ist also die zweite Möglichkeit. Das ist eher die Variante für Profis. Ich betäube also die Königin nur 5 Minuten, dann ist sie etwa 1 Minute bei der Besamung oder auch nur 30 Sekunden. Das zählt ja nicht als Tiefenbegasung. Und dann lasse ich sie also alle in diesem Käfig wieder aufwachen. Und wenn ich alle meine Königin besamt habe, dann mache ich direkt nach der Besamung die Nachbegasung. Und die ist dann auch nochmal 5 Minuten, sodass ich also insgesamt mit den 2 Tiefenbegasungen 10 Minuten Schlafenszeit habe. Dem Anfänger empfehle ich eher, die Erstbetäubung 7 Minuten oder 6 Minuten zu machen. Und dann entsprechend wird man ja bei der Besamung schon 3 bis 4 Minuten brauchen. Das heißt, die Zeit bei während der Besamung, da ist sie auch unter CO2-Narkose in diesem Gerät halt, in ihrem Königinhalter, das ist dann schon die Zweitbegasung, weil das auch dadurch, dass der Anfänger so lange braucht, eben als Tiefenbegasung zu werten ist. Ne? Und da sollte man es dann auch nicht übertreiben mit weiteren Betäubungen. Und wenn man dann doch mal bei einer Königin früher fertig ist, dann lässt man sie halt einfach noch in diesem Gerät drin, ne, bis diese Zeit entsprechend verstrichen ist. Wenn man jetzt als Anfänger doch mal bei der einen oder anderen Königin dann irgendwie 5 Minuten oder 6 Minuten braucht und die dann am Ende irgendwie 12 Minuten Gesamtbetäubung hatte, ist es auch kein Drama. Ne? Diese 10 Minuten sind also ein Richtwert. So, dann noch eine Folie kurz zur Vorbereitung des Besamungsgeräts, bevor wir dann jetzt endlich zur Besamung kommen. Das sind also wichtige Punkte hier. Wir richten also die Kanüle mit der Spritze in einer ziemlich exakten Linie zu diesem Königinhalter aus. Also das entspricht eine Linie. Und das kann man also in der Vorbereitung, wenn man das alles einstellt, hier auf diesem Bild links ist das zu sehen, von oben fluchten. Also hier ist ja quasi die Spritze von oben zu sehen, vom Handrad aus. Und dann kann man hier runter fluchten. Man sieht hier unten dieser Königinhalter, der ist also hier in diesem Fall noch gar nicht in einer Linie damit und muss dann entsprechend nachgestellt werden, sodass das hier alles in einer Linie ist. Dann kann man noch sagen, hier so eine Schablone hinterhalten. Da ist hier ein 60-Grad-Winkel aufgemalt. Mit dem habe ich früher mal gerne gearbeitet, wenn ich sowas vorab eingestellt habe, bevor ich die erste Königin besamt habe von so einer Serie. Da sagen manche, oh, der muss ja nicht sein, der 60-Grad-Winkel, wenn man zum Beispiel hier oben, hier sehen wir Objektiv sehen wir ja, wenn man da jetzt eine große Ringleuchte zum Beispiel noch drum baut, dann kann man, dann würde hier die Spritzenhalterung an der Seite gegenstoßen und dann muss man ja mit einem flacheren Winkel arbeiten. Ich kann aber nur empfehlen, diesen Winkel wirklich bei mindestens 60 Grad einzustellen, weil je steiler die Königin unten nachher zu sehen ist durch das Mikroskop, umso besseren Einblick haben wir also in die Stachelkammer. Und deswegen empfehle ich also diesen Winkel von 60 Grad und alles schön in einer Linie ausgerichtet. So, eine Folie noch vor den Besamungsvideos. So benutze ich die Handsonde.
Also die ist also seitlich gebogen und diese Biegung mit der Spitze, die weist also von mir weg, die weist also von meinem Bauch weg in die andere Richtung, nach vorne weg und ich benutze sie also nicht mit der Spitze nach unten und am Stocher da irgendwie im Gewebe rum und ich benutze sie auch nicht mit der Spitze nach oben, womit ich hinten mit der Biegung unten aufdrücken würde, sondern ich benutze sie wirklich mit dieser Biegung nach hinten weg. Das sehen wir nachher aber auch entsprechend in den Videos. Genau, jetzt kommt doch noch ein letztes Doppelbild. Das ist jetzt nicht so gut zu sehen. Ihr werdet auch gleich bei den Videos staunen, wie schlecht die sind. Aber ein bisschen was kann ich euch doch vorher erklären, damit ihr das nachher im Video besser beobachten könnt. Also die Kanüle kommt hier erstmal rein, trifft hier also zentral auf die Vagina, die sich in der Mitte von zwei solchen Vs befindet, die sich aufeinander zubewegen, wenn wir das aufgemacht haben. Und dort wird also eingesetzt, nur 0,5 mm tief, also gerade nur ein bisschen mehr als berührt, eingeführt. Hintergrund ist der, dass sich ziemlich darunter, also einen knappen Millimeter unter dieser Scheidenöffnung, befindet sich so eine Art Gewebebiegung. Und auf diese würde ich aufsetzen, wenn ich dann tiefer fahren würde, würde die Königin entsprechend verletzen. Das heißt, das ist ja auch der Grund, weshalb wir quasi beim Besamungsvorgang so eine Art Zickzack-Bewegung durchführen. Das heißt, wir fahren runter, 0,5 mm, weichen dann dieser Gewebebiegung aus, zick, nach links und fahren dann erst tiefer. Ne? Wir fahren also eine gute Kanülenspitzenbreite dann erstmal nach links. Und deswegen baut sich von oben gesehen links von der Kanüle hier so ein Gewebewulst aufnehmen. Sehen wir vielleicht gleich noch ein bisschen genauer im Video. Aber das wollte ich euch vorher schon mal gezeigt haben, damit ihr da entsprechend gleich drauf achten könnt. So, gut. In die Videos starten und ich erkläre. Ich höre dich einwandfrei. Ja, also ich meine, dass dieses CO2, manche empfehlen ja sogar, dass man es vorwärmen soll. Ich hole es eigentlich, wenn ich es benutze und auch wenn ich es draußen auf dem Bienenstand benutze, habe ich es eigentlich erstmal im Haus stehen gehabt, die Flasche den Tag vorher oder so, dass es so auf gut 20, vielleicht sogar 25 Grad aufgewärmt ist. Ne? Trotzdem ist das erstmal eine Abkühlung. Also ich meine, wir haben ja Brutnesttemperatur ist ja wesentlich höher und wir versuchen die halt also immer auch möglichst warm zu halten, diese Königin. Dieses Warmhalten auch im Brutschrank, das im warmen, molligen Brutschrank bei 30 Grad aufwachen, das ist sogar insbesondere also nach der Besamung, direkt nach der Besamung ist es besonders wichtig, weil diese warmen Temperaturen unterstützen halt auch die Einwanderung der Spermien in die Spermatheca. Also die Königin soll es eigentlich nicht zu lange zu kühlen haben. Das ist schon eine gewisse Kühlung, hat sich ja schon im Prinzip im Besamungsgerät. Und dann kann sie dann entsprechend wieder im molligen Brutschrank aufwachen. Da bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich den also nicht, wie das manche machen, auf 34 Grad einstelle, sondern ich belasse ihn auf 30 Grad. Da habe ich also nicht so einen starken Temperaturunterschied zum Besamungsgerät. Ich habe also festgestellt, die Königin scheinen irgendwie besonders stark zu schwitzen. Ich weiß gar nicht, ob das Schwitzen ist, aber sie sind dann halt so, haben so Schwitzwasser außen herum, wenn sie wirklich so starke Temperaturschwankungen haben. Und ich hatte also festgestellt, wenn ich besame und sie danach in den 30 Grad warmen Brutschrank packe, dann sieht das alles ziemlich optimal aus. Damit habe ich also gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte gerade mein Mikrofon aus, deswegen die Frage nochmal für euch. Ich hatte den Matthias gefragt, wie sich das mit der Temperatur beim Aufwachen der Königinnen auswirkt. Das war eine Frage von euch aus dem Chat. Können wir jetzt wieder ein Video zeigen? Und wenn ja, welches? Das erste von den Besamungsvideos, also quasi Video Nummer 11. Okay. So, das ist jetzt hier also ein Video, das ist entstanden mit der Kamera, den ihr im Chat dem Ludger finanziert habt, wenn ich mich richtig erinnere. Die Videos haben wir gemacht, als er bei mir war. Hier ist erst nochmal das Putzen. So, und jetzt wird gleich hier dieser Pfropfen, der aus Verdünnerlösung im Prinzip vorgemacht wurde, wird jetzt erstmal entfernt. Den mache ich also einfach unten auf den unteren Bereich dieses Tupfers drauf. So
sodass ich also dann die Spermasäule direkt nachher an die Königin injizieren kann. Jetzt kann ich nochmal ein bisschen Luft lassen und nochmal wieder mit dem feuchten Tupfer ein bisschen Flüssigkeit aufziehen. Das habe ich jetzt hier gemacht und die wieder rausfahren. Und jetzt ist die Kanüle wirklich von innen schön sauber und ich kann also mit der Besamung beginnen. Ist zu diesem Video noch was oder hört es jetzt auf? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist jetzt zu Ende. Wir haben jetzt wohl noch die... Dann können wir gleich mit dem nächsten weitermachen. Gut. So, das ist jetzt mal eine erste Besamung einer Königin. Das ist das erste Video, wo ihr die Königinbesamung sehen werdet. Nee, noch nicht. Ne? Das ist jetzt erstmal Trockenübung. Genau. Ich zeige jetzt erstmal die Handgriffe. So, jetzt sieht man hier links, ich stütze mich mit kleinem Finger und Ringfinger ab am Gerät. Ne? So kann ich also diese Handsonde viel ruhiger führen. Jetzt das gleiche auch mit rechts, wenn ich den Stachelgreifer bewege, Stip-Slick-Effekt machen, zurückfahren. Und wenn ich dann mit der Handsonde agiere, stütze ich mich also mit dem Rücken meines Zeigefingers auch hier am Gerät ab und halte die wie ein vernünftiger, zivilisierter Mensch seine Gabel hält. Also quasi nicht mit der Faust, sondern lasse sie so oben durchlaufen durch zwischen Daumen und Zeigefinger und mache dann den Zeigefinger entsprechend dagegen das Gerät. Und dann kann ich die Handsonde auf diese Weise sehr, sehr ruhig dort führen. Das sind also so ein paar Abstütztechniken, die man sich da angewöhnen kann, die also bei der Besamung sehr hilfreich sein können. Das war's zu dem Video. Dann machen wir gleich das nächste. Und jetzt geht es mit der Besamung los. So, dieses Video ist jetzt von ziemlich spontan letztes Jahr von einer Praktikantin aufgenommen worden. Und da war ich zu faul, hinten noch die Müll auf dem Schreibtisch zu beseitigen. Lasst euch dadurch nicht stören. So, ich führe also jetzt hier entsprechend mit der Abstütztechnik den Ventralhaken ein. Dieses Video ist also zunächst jetzt einmal, um ein bisschen nochmal die Handgriffe zu zeigen von außen. Genauere Videos kommen später. So, jetzt habe ich den Stip-Slick-Effekt überwunden, habe den Stachelgreifer also direkt über die Königin positioniert, führe also mit der Handsonde dann den Stachel ein und habe jetzt hier von hinten quasi drauf gedrückt und dann den Stachel eingeknipst. So, jetzt fahre ich beides nach rechts ein bisschen rüber. Ich mache die Königin also gerade, die war noch ein bisschen gekrümmt da drin, das ist eigentlich immer so. Und ich mache also die Königin exakt gerade, damit sie in einer Linie mit Kanüle und Königinhalter ist. So, jetzt mache ich also die Seitwärtsbewegung und stelle das so ein, dass die Kanüle geneckt direkt auf die Scheide zuläuft. Und jetzt mache ich mit diesen beiden Knäufen, also ich fahre ein bisschen nach links mit diesem Rädchen, ich fahre ein bisschen runter mit dem großen Knauf und führe so quasi die Zickzackbewegung aus und bin jetzt also schon in der Scheide drin und lasse jetzt gerade den Samen laufen. Nicht wundern, dass ich hier diesen Finger da so gegenhalte, das war zu der Zeit ein bisschen wackelig eingestellt und dadurch habe ich das ruhig gehalten. Das kommt also bei den anderen Videos nicht vor. Da war ich in dem Moment bloß faul, das Gerät entsprechend vorher vernünftig zu präparieren. So, jetzt fahre ich schon wieder raus. Die Besamung ist schon fertig. Ist ja nur ein ganz kurzer technischer Eingriff. Fahre alles zur Seite zurück, löse den Stachelgreifer, dann den Ventralhaken und mache alles raus. So, bei diesem Video, da kannst du noch mal kurz bleiben, habe ich jetzt eben zum Schluss eine Bewegung gemacht. Deswegen wollte ich dieses Video auch drin haben. Ich habe also jetzt diese Königin hier noch nicht rausgenommen, sondern ich habe bloß alles entfernt, also Stachelgreifer raus, Ventralhaken zur Seite geschwenkt, alles nach hinten weggeschwenkt, Kanüle aus dem Weg genommen, damit sie daher nicht gegen die Königin stößt und habe diese Königin bloß ein klein bisschen hochgezogen am Schluss. Und sie ist quasi noch auf diesem Gerät drauf. Das ist genau die Bewegung, die man dann machen kann als Anfänger, wenn man sie noch die letzte Zeit im Gerät belässt. Also diese letzten 3 Minuten, damit die Zeit voll ist. Das sieht man ja auf dem Handy, wenn man sich es eingestellt hat und lässt sie dann so noch drin. Ich habe sie dann also ein bisschen hochgezogen am Ende, damit sie dieses CO2 nicht mehr so ganz direkt ins Gesicht kriegt, sondern auch ein bisschen auf Abstand dazu ist. Und so kann man sie dann also noch nachschlafen lassen. So, das nächste Video. Jetzt sehen wir es hier nochmal aus einer anderen Position. Wir nähern uns also langsam an, kommen immer näher. Das ist hier wieder mit Ludgers Kamera entstanden. Da habt ihr ihm also ein schönes Spielzeug gekauft. So, die Königin wird eingesetzt. Sie schläft ein und während sie einschläft, krümmt sie sich nochmal ein bisschen zusammen. Das habt ihr gerade gesehen. Ne? Und dann stelle ich also diesen Königinhalter nochmal ein klein bisschen tiefer, damit also 2 bis 3 Hinterleibsringe von ihr hinten rausgucken. Jetzt führe ich wieder den Ventralhaken ein. Das ist immer nach Schema F. Jetzt kommt die Handsonde, wieder oben gegengestützt, damit sie ruhig läuft. Ich mache die Stachelkammer auf, bringe den Stachelgreifer in Position, mache ihn auf und
schieb quasi den Stachel in den Stachelgreifer rein. Das sehen wir gleich noch genauer, wie das genau funktioniert. Jetzt wird die Königin begradigt, beides also nach rechts rüber. Dem Anfänger empfehle ich, immer zuerst den Ventralhaken rüber zu schieben und dann erst den Stachelgreifer rüber zu ziehen, damit man die Königin nicht überspannt. Wird die Kanüle in Position gebracht. Ich mache entsprechend die, führe die Zickzackbewegung aus. Das mache ich auch gerne manchmal in mehreren Zügen. Das sehen wir, werden wir nachher auch noch sehen. Also ich fahre manchmal einfach nur ein kleines Stück rein, bisschen rüber, bisschen tiefer, noch ein bisschen rüber, noch ein bisschen tiefer. Das können also ruhig auch mal drei Züge sein. Das ist ein bisschen individuell. Die Tiere sind nach allem ein klein bisschen individuell gebaut. So. Das war's schon bei dem Video, ne? Oder was? Ja. Dann machen wir gleich das nächste. Wir werden kommen jetzt also immer näher, wie ihr seht. Königin reingemacht. Ich erkläre jetzt teilweise auch ein bisschen dasselbe, ne? Aber es ist vielleicht auch schön, dass ihr mal ein bisschen seht, dass sie doch alles immer ein bisschen unterschiedlich ist. Das sind Lebewesen, sind alle immer ein bisschen individuell. So, sie krümmt sich zusammen, sie schläft langsam ein, sie hat noch gepumpt. Jetzt ist sie eingeschlafen, ich habe sie tiefer gestellt, Ventralhaken reingesetzt. Mein Ventralhaken ist kurz genug, dass ich ihn komplett bis zur Biegung einführen kann. Es gibt ein paar ältere Modelle, da sollte man nicht ganz so tief einführen. Ich schiebe also jetzt dann entsprechend mit der Handsonde vorsichtig auf. Das ging hier ziemlich, ja, geht relativ schnell. Stachel ist schon gegriffen. Ich muss den Stachel immer von den Häutchen erst befreien, aber das sehen wir nachher bei den Großvideos besser. So, hier sehen wir nochmal schön, wie sie entsprechend gerade gemacht wird. Alles in einer Linie und entsprechend aufgeklappt, die Stachelkammer. Jetzt komme ich mit der Kanüle. Ihr seht schön, an der Kanüle an der Seite sind so Striche aufgemalt, ne? Die habe ich mir gemacht, damit ich einfach genau weiß, welche Portion, wann die Portion fertig ist, damit ich jeder Königin die gleiche Menge gebe. Ich mache die Zickzackbewegung, führe also weiter ein und jetzt müsste ich schon angekommen sein. Genau, jetzt läuft der Samen. Man sieht langsam, wie, wie die Säule reingeht. So, das ist immer so ein Moment, da kann man sich entspannen, ne? nicht zu schnell rein machen, einfach schön langsam fließen lassen. Und fertig. Kanüle wird rausgefahren, zurückgeschwenkt, in diesem Fall vorgeschwenkt, Gerätschaften gelöst, zurückgeschwenkt und rausgenommen. Das sieht hier alles relativ flüssig aus. Wie gesagt, für den Anfänger ist das alles schwer. Ich habe das hier auch noch einäugig gemacht, weil durch das andere Okular ging ja, durch das linke ging im Prinzip die Kamera. In diesem Fall ja nicht. Das ist ja noch Lutgers Kamera, aber nachher die Aufnahmen erfolgen einäugig. So, nächstes Video. So, das dürfte jetzt hier entsprechend schon, genau, durchs Okular sein. Nicht wundern, das Bild wird gleich noch ein bisschen besser. Das war so ein relativ günstige Kamera, die muss sich erstmal an die Helligkeit gewöhnen. Jetzt, wenn er die Stachelkammer offen ist, wird es mit den Lichtverhältnissen, glaube ich, ein bisschen besser. So, von oben gesehen, Ventralhaken eingeführt. So, jetzt komme ich hier also mit der Handsonde und schiebe das auf. So. Jetzt in diesem Fall sind die Häutchen, da sind zwei Häutchen um den Stachel manchmal. Und die sind hier jetzt schon schön zur Seite gewesen. Darum konnte ich den Stachel gleich greifen. Vielleicht kannst du das Video mal kurz anhalten. Geht das? Ja. Damit ich erstmal kurz erkläre. Diese Häutchen, die sind manchmal ziemlich fest um den Stachel drum. Und dann gibt es also verschiedene Tricks, wie ich die von dem Stachel beseitigt kriege, wie Grashalme beiseite gedrückt kriege. Denn es ist wirklich wichtig, dass ich den Stachel ohne die Häutchen greife. Wenn ich also die Häutchen mitgreifen würde und würde beides nach rechts wegziehen, dann würden die Häutchen abreißen und das wäre halt Todesurteil für die Königin. Deswegen muss ich also die erst beseitigen. Und da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Das ist immer auch individuell. Entweder hier ist also der Stachel jetzt. Hier sind die beiden Häutchen ringsrum. Dann komme ich, entweder drücke ich in einer gewissen Höhe von links, nee, von rechts gegen den Stachel und drücke ihn so ein bisschen nach links weg. Und dann gehen manchmal die Häutchen, gehen die nach vorne auf Abstand. Andere Möglichkeit ist, bei manchen Königen bietet es sich an, auch wieder hinter den Stachel zu kommen. Und dadurch schaffe ich es manchmal, diese Häutchen also ganz nach rechts wegzudrücken. Und dann, das ist eigentlich das Entscheidende, was ich hier immer mache, wenn ich den Stachel in den Stachelgreifer einführe. Ich bringe also den Stachelgreifer vorher schon in Position,
kurz vor den Stachel, rechts vor dem Stachel, und drücke dann, sobald der Stachel von den Häutchen befreit ist, mit dieser Handsonde nach rechts von innen gegen die Rückenschuppe der Königin. Und dadurch kommt der Stachel wie von selbst mit und ich brauche den Stachelgreifer nur noch zuschnappen lassen, während der Stachel also in diesen Stachelgreifer reinfährt. So, kannst du mal weiterlaufen lassen. Ja, es gibt noch Fragen zum Einführen und Herausziehen der Kanüle. Einmal zum Hereinführen. Das, ja. Kann man bei dieser Zickzack-Bewegung irgendwie fühlen, wo man in der Königin ist, oder ist man da blind? Nee, da ist man also weniger blind. Also natürlich kann man nur das sehen, was man von oben wahrnehmen kann. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Man kann also mit so einer wirklich gut eingestellten Spritze, die also insofern gut eingestellt ist, als dass die Säule, die Spermasäule, sich wirklich in jeder Höhe exakt anhalten lässt, kann man also die Spermasäule so weit runterfahren, dass sie nur noch etwa das Vierfache an Höhe von der Kanülenspitzenbreite an Luft belässt. Das ist also dieser vordere Teil, ist dann noch Luft, diese vierfache Höhe als von der im Verhältnis zur Breite der Kanülenspitze vorne. Und wenn ich diesen Bereich belasse, dann habe ich ungefähr eine Markierung, bis wohin ich die Kanüle einführen darf, insgesamt. Das heißt also, ich führe sie gerade nur eine Kanülenspitzenbreite, führe ich sie in die Vagina ein und mache dann schon die Zickzackbewegung nach links. Und dann muss ich halt, da schiebe ich also diesen Gewebewulst an der Seite auf, und dann muss ich halt mich immer nur ganz vorsichtig tiefer tasten. Also es ist wirklich so ein Tasten. Dieses Tieferfahren mit dem großen Rädchen ist dann wirklich nur noch ganz langsam. Und dabei muss ich dieses Gewebe direkt im direkten Umkreis um diese Scheidenöffnung, muss ich also genau beobachten. Wenn sich das anfängt mit abzusenken, dann habe ich diesen Knubbel noch nicht überwunden. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich also nur sehr, sehr langsam dann tiefer fahre und mich da entsprechend vortaste. Ne? Aber meistens ist es so, wenn ich eine gute Kanülenspitzenbreite direkt nach links gefahren bin, dass ich dann diese Biegung schon überwunden habe und dann also ohne Widerstand die entsprechende Tiefe noch einfahren kann, also quasi dieses Vierfache an Höhe von der Breite, was ich da als Markierung mir vorher eingestellt habe, und kann dann schon einfahren, ohne dass sich das Gewebe rings um die Scheidenöffnung noch mit absenkt. Das darf sich also nicht mit absenken. Ne? Da muss ich also, deswegen ist es auch so wichtig, dass ich scharf sehe. Ich muss das so eingestellt haben, dass wirklich also diese Oberfläche, das ist ja wie so ein Schreibtisch dann, dieses Umfeld direkt um die Scheidenöffnung, das darf sich also nicht mit absenken, das muss ich genau beobachten. Beim Herausziehen muss man da auch diese Zickzackbewegung fahren? Weniger. Also bei einigen Königen, wo man besonders weit nach links rüber gefahren ist, also meinetwegen in mehreren Zügen, da bietet es sich an, dass man also ein Stück hochfährt und dann erstmal wieder ein Stück nach rechts und dann noch ein Stück raus. Aber bei den meisten kann man wirklich gerade raus. Dann lasse ich mal weiter laufen. Gut. So, wird jetzt hier also aufgezogen und hier sieht man jetzt schön also diese zwei Vs, die also oben aufeinander zulaufen. Und ziemlich genau in deren Zentrum ist also diese Scheidenöffnung. So, wie man bei mir sehen kann, ich habe das im Gefühl, wie tief ich einfahren darf. Ich habe diese Markierung also nicht so gewählt, wie ich das eben gemacht habe. Also so tief wie jetzt hier dieser so groß wie hier dieser Luftraum ist, darf man natürlich nicht einführen, ist klar. Ne? So, jetzt habe ich hier also an der Seite diesen Wulst aufgebaut und bin jetzt hier, ich glaube, ich habe nicht aufgepasst, bin schon entsprechend tief drin. Genau, jetzt läuft der Samen schon. Ich bin also schon, habe also schon eingefahren. Wenn ich jetzt nicht gut getroffen hätte und nicht wirklich drin wäre, das kann manchmal passieren, wenn man auf irgendeiner Gewebefalte aufliegt, dann würde das Sperma also rechts hinter der Kanüle rausgequollen kommen und dann muss man ziemlich schnell natürlich aufhören, Druck wegnehmen und das erstmal wieder entsprechend aufnehmen. So, jetzt haben wir hier eben noch gehabt, ich habe also die Spermasäule wieder ein bisschen hochgezogen, bevor ich die Kanüle rausziehe. Das ist wichtig, dass ich diesen Überdruck erst wegnehme, denn ansonsten würde also Sperma nachlaufen, wenn ich die Kanüle rausziehe. Alles ist entfernt, Video ist zu Ende. Nächstes. Das ist jetzt hier dasselbe in Grün. Ich glaube, es dürfte das vorletzte sein, ne? Ja. Video Nummer 17, genau. Das letzte, das kann ich schon mal sagen, das wird wohl von der Qualität her das Beste sein. Also es kann jetzt immer nur besser werden.
So, jetzt ist er eingeschlafen. Wie gesagt, das sind jetzt hier alles Aufnahmen, die habe ich einäugig gemacht mit dem rechten Auge. Darum wirken teilweise die Bewegungen ein bisschen unkontrolliert, aber sie sind alle in Eilage gegangen. So, hier sind jetzt die Häutchen schon links und rechts schön auf Abstand. Da kann ich direkt gegen die Rückenschuppe drücken. Habt ihr gesehen? Und der Stachel kam mit und ging in den geöffneten Stachelgreifer, den ich einfach nur noch zuschnappen lassen musste. So, jetzt wird alles also entsprechend nach rechts rüber gefahren. Da ist mir jetzt sogar noch hier der Ventralhaken rausgerutscht. Wie gesagt, einäugig. So. Das sieht jetzt alles ziemlich weit nach rechts rüber gezogen aus. Das liegt daran, dass eben durch das linke Okular gefilmt wurde. Und dadurch sieht es alles ein bisschen nach rechts verschoben aus. Also im Prinzip ist dieses Doppel-V, was wir dann erreichen, wenn wir die Stachelkammer öffnen, ziemlich zentral in in diesem Königinhalter, ne? Also das sieht jetzt alles ein bisschen nach rechts versetzt aus. So, jetzt fahre ich hier die Spermasäule noch ein bisschen runter und sehe zu, dass ich die Scheide zentral treffe. So, wenn man einäugig unterwegs ist, dann hat man auch nicht so die Tiefenschärfe, ne? Das ist alles ein bisschen mühsam. Ich fahre hier also in zwei Schritten rüber, bin jetzt aber schon drin. So, jetzt dauert es ein bisschen, weil ich dann auch wieder gucken musste, ob das alles einigermaßen scharf ist. Das war natürlich kaum hinzukriegen mit dieser Billigtechnik. Und jetzt läuft es aber schon. Kann man sich entspannen, kann zugucken, wie es reinläuft und fertig. Da das hier die letzte Portion war, muss ich auch nicht wieder ein Stück hochziehen, weil danach ist ja eh Luft, da kann auch nichts mehr nachlaufen. Ich kann einfach nur rausziehen und dann entsprechend die Gerätschaften lösen und fertig ist alles. Gut, und das letzte Video. So, das ist also mit dem Handy gefilmt. Die Handytechnik ist besser als die Spezialtechnik für das Okular. Jo, das ist jetzt hier eine Single Drone Insemination, also eine Eindrohnenbesamung. Diese Königin bekommt also nur den Samen von einem Drohnen. Auch in diesem Fall wieder, ah ja, das konntet ihr jetzt vielleicht gerade sehen. Ich habe noch mal ein bisschen nach rechts rüber gedrückt, den Stachel, und dadurch die Häutchen auf Abstand gebracht. Und jetzt habe ich ihn dann greifen können, indem ich danach nach rechts gefahren bin. Genau, ich hatte nach links rüber gedrückt und dann nach rechts gefahren, in den geöffneten Stachelgreifer einlaufen lassen. So, wird wieder geöffnet. Der Stachel wird also weniger hochgezogen, sondern einfach eher zur Seite weg. Es ist so ein Aufklappen eher, ne? Es ist kein wirkliches Hochziehen der Stachelregion, wie das manchmal in der Literatur dargestellt wird. Es ist eher ein Aufklappen. So, das ist jetzt hier sehr wenig Samen, ne? Wie gesagt, nur von einem Drohnen, um also hier entsprechend eine Eindrohnenbesamung durchzuführen. Aber das Verfahren ist ansonsten genau das gleiche. Scheide wird zentral getroffen. Zickzackbewegung. In diesem Fall zwei Züge. Nein, noch ein dritter sogar. So, und jetzt bin ich, ohne dass sich das Gewebe mit abgesenkt hat, konnte ich tiefer fahren und schon ist es drin. Rausgezogen und fertig. Da kommt gleich die nächste Frage. Wie viele Millimeter Sperma pro Königin? Immer in der Regel so, ich sag mal so ungefähr 1 Zentimeter, also 10 mm Säulenlänge. Das gilt natürlich nur für die Kanülen mit sogenannter grüner Ringmarkierung. Ich glaube, bei dieser Kanüle, nee, habe ich keine Ringmarkierung mehr, die ist schon zu oft benutzt. Es gibt diese 50 ml Ringcaps, das sind die mit der grünen Ringmarkierung, und es gibt die 100 ml Ringcaps, ich glaube blaue Ringmarkierung. Und die in der Regel, die Kanülen, die in der Regel quasi für die Besamungsgeräte hergestellt wurden, die sind aus diesen grünen 50 Mikroliter Ringcaps hergestellt worden. Und da ist das halt 1 Zentimeter Säulenlänge, die reingemacht werden. Man kann das aber auch mit die Dosierung hinten mit dem Handrad von der Spritze benutzen. Also quasi eine Dreiviertelumdrehung ist eine Portion. Gibt es also mehrere Möglichkeiten, das zu dosieren.
Das sind also diese 10 Milliliter Säulenlänge, die sind dann 12 Mikroliter, glaube ich. Das ist das Maximum, was man geben sollte. Ne, Quatsch, das sind... Ach, da komme ich immer durcheinander. Genau, 8 Mikroliter sind 10 Millimeter Säulenlänge und 10 Mikroliter sind 12 Millimeter Säulenlänge. So ist das, genau. Ich gebe immer 10 Millimeter. Das war jetzt das letzte Video. Sind wir durch? Oder nee, sind wir nicht. Ich habe noch 2 Folien, glaube ich. Da kannst du mal die Folien nochmal groß machen. Ich beeile mich auch. Das ist das Aufwachen eben in diesem Jägerbrutschrank. Hatte ich ja vorhin schon ausführlich erklärt, die Schlafenszeiten. Wichtig ist, wenn man also eine Nachbegasung wird, nach der Besamung, also nachher als Profi, dann sollten sie wirklich alle vollständig wach sein, wenn sie diese zweite Nachbegasung, also die zweite Tiefenbegasung bekommen. Vollständig wach heißt, sie sollten mindestens im Käfig umherkrabbeln. Und danach sollte man eben zusehen, dass man sie auch relativ zügig wieder zurück ins Volk bringt. Gibt es auch 2 Möglichkeiten, entweder dieses Zusetzen im Bettchen oder halt das Zusetzen mit Freifressen. Ich mache immer Freifressen, pool dann aber einen größten Teil entsprechend von diesem Futterteig schon weg, dass nur noch so ein kleiner Klecks übrig bleibt, kommt sie zwischen 2 Brutwaben in die zwischen die Rähmchen geklemmt und wird dann innerhalb weniger Stunden von ihren Arbeiterinnen befreit. Reinigung der Glaskanülen, das ist vielleicht noch ein bisschen wichtig. Also wenn ich so eine Kanüle leer gemacht habe, also quasi alle Königin, die mit dieser Kanüle besamt werden konnten, besamt habe, dann ist ja quasi, ist sie ja gefüllt innerlich mit Verdünnerlösung, also Minitube oder Kochsalzlösung, und dann schmeiße ich sie einfach in so eine Petrischale, die auch mit Wasser gefüllt ist, Spüliwasser zum Beispiel. Das heißt, sie kann weder von innen noch von außen, können da Spermareste oder ähnliches antrocknen. Und so ist sie erstmal versorgt, die Kanüle. Ich kann weitere Kanülen reinschrauben in das Gerät und weiter besamen. Und dann ganz zum Schluss kann ich mich halt um die Reinigung kümmern. Und das kann ich machen. Da kannst du auch gerade gerne noch mal die entsprechend das Video großstellen. Das kann ich hier also mal zeigen. Man kann also einfach hinten an diese Quetschdichtung, an diese Silikonquetschdichtung, kann man dann also entsprechend eine ganz normale Spritze gegendrücken. Und dann kann man, also wenn diese Spritze mit Flüssigkeit gefülltes Spüliwasser zum Beispiel, kann man also richtig mit Druck kann man also die freispülen, und dann reißt es schon ordentlich Restbestände mit, die ja schon Zeit hatten einzuweichen. Oder eben, wenn man die Spritze durch ein, zum Beispiel durch so einen Ultraschallreiniger, wie ich ihn gleich zeigen werde, gejagt hat, dass also angetrocknete Reste entsprechend gelöst werden. Da sind natürlich Brocken hier drin, die will man natürlich nicht von innen gegen diese enge Mündung vorne drücken, weil der könnte dann verstopfen. In dem Fall nimmt man sich also hier ein kleines Gläschen, was mit Spüliwasser gefüllt ist, hält da entsprechend diese Kanülenspitze rein und zieht dann die Restbestandteile nach oben raus. Ne? Also das sind 2 Möglichkeiten, wie man so eine Kanüle reinigen kann. Du kannst wieder auf die Folien gehen. So, hier haben wir also entsprechend dann so ein Ultraschallreiniger, ein ganz günstiges Modell für 30 Euro. Und da kann man also solche Kanülen auch nochmal entsprechend drin reinigen. Ich mache das sogar so, das ist vielleicht hier schlecht zu erkennen, wenn vorne die Mündung verstopft ist. Dann schmeiße ich die also nicht gleich weg, die Kanüle, sondern versuche mit diesem Putzdraht, das ist also so eine Art Angelsehne, die ist da im Set mit drin, von dem Besamungsgerät, kann man also, wenn man wirklich ruhige Hände hat, unter dem Mikroskop entsprechend den Putzdraht vorne einführen in die Kanülenspitze und dadurch eben diese Brocken nach hinten rausschieben. Aber in der Regel, wenn man das also beachtet hat, dass alles schön eingeweicht wird, kriegt man die also entsprechend sauber. Schiebt dann natürlich nochmal Luft nach. Man kann dann sogar nochmal Aceton durchdrücken, dass das dann innenwandig abtrocknet. Da ist aber Vorsicht mit der Haut angesagt, weil Aceton ist nicht so gut für die Haut. Es reicht aber in der Regel auch, wenn man es einfach mit Luft durchpustet zum Schluss. So, ich bin natürlich ganz penibel. Ich lagere diese Kanülen dann entsprechend in so einem Holzetui. Da habe ich mir nur so eine Metallflexscheibe hier entsprechend Rillen reingebaut. Und dann kann ich die Kanülen also so lagern, dass die Spitzen nirgendwo gegenstoßen können und hinten die Quetschdichtung verhindern, also dass die weiter nach vorne sausen können. Und nach oben hin sind sie dann entsprechend auch gesichert durch einen Deckel.
So, das ist jetzt hier das letzte Bild meines Wissens nach. Das ist einfach mal das bei so einer Lohnbesamung bei einem anderen Imker entstanden. Nicht wundern hier, dieser Schraubstock ist also nicht zum Einsatz gekommen für die fürs Drohnenstülpen. Die zwei entscheidenden Sachen, die ich hier zeigen will, ist einmal hier der Kaffeepott und hier die Bierflaschen. Das jetzt wäre zwar nur ein Radler, aber egal, sagen wir mal, das sind Bierflaschen. Während man besamt, ist nur das hier erlaubt. Ne? Also Kaffee oder meinetwegen auch ein Wasser oder irgendeine Brause, aber das hier ist nur für die Zuschauer. Da mag vielleicht der eine oder die andere sagen, ach, ich kann da was ab, ich fahre auch noch Auto mit ein, zwei Flaschen. Ich kann nur dazu raten, das bei der Besamung sein zu lassen, weil die Feinmotorik ist weg. Man wundert sich wirklich, wie sehr das die Feinmotorik beeinträchtigt. Und da kommt eigentlich nur noch Murks bei raus. Also ich gönne mir grundsätzlich erst ein Bierchen, wenn wirklich die letzte Quinien besamt ist. Dann wäre Zeit für Fragen. Dann schaue ich doch nochmal nach, was wir an Fragen haben. Wir haben ja ganz viel zwischendurch erledigt, von daher ist jetzt nicht mehr viel übrig. Aber ich hatte eben noch was. Und zwar zum Verletzen der Königin. Kann der Stachel beim Auseinanderziehen abknicken bzw. abbrechen? Und wenn ja, kann die Königin trotzdem leben und legen? Abknicken kann er eigentlich nicht. Das ist ein ziemlich stabiles Gebilde, der Stachel. Es kann allerdings passieren, dass man, wenn man ihn zu knapp greift, also nur so ganz oben am oberen Ende, wenn man ihn da bloß greift und dann entsprechend aufzieht, zur Seite aufzieht, dann kann es sein, dass er sich quasi in der Länge nach spaltet und dann so ein langes Spaltprodukt ausreißt. Deswegen empfehle ich immer, wenn die Leute den wirklich nur so knapp gegriffen haben, dass sie ihn nur noch mal loslassen, obwohl sie schon sich so freuen. Jetzt habe ich ihn endlich, weil am Anfang als Anfänger dauert das wirklich lange, bis man den Stachel gegriffen hat manchmal und zwar ohne Häutchen. Dann empfehle ich wirklich, lass ihn noch mal los. Der bleibt dann auch in der Regel in dieser Position erstmal für eine kleine Weile und greift ihn noch mal vernünftig. Also man muss ihn wirklich auch über einen größeren Bereich greifen, dass er dann entsprechend ganz bleibt. Aber dann ist er eigentlich ein stabiles Gebilde. Und also man soll ja die können nicht überspannen. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Wenn ich sie also begradige, alles nach rechts rüberziehe, um sie gerade zu machen in einer Linie mit allem und auch eben um die Stachelkammer aufzumachen. Ich ziehe sie zwar so auseinander, dass da dieses Doppel-V entsteht, aber im Inneren von diesem Doppel-V, also dieser komplette Bereich zwischen diesen beiden Vs, der also die Scheidenöffnungen gibt, der muss entspannt bleiben. Also dort dürfen sich noch keine Längsstriche bilden im Gewebe, sondern das muss alles noch entspannt aussehen in der Mitte. Und nur so weit ziehe ich die Königin nur noch auf. Und wenn ich das berücksichtige, dann passiert auch mit dem Stachel nichts. Dann scheinst du ja zu basteln und wir haben eben den Holzblock gesehen. Hast du auch diese Rundung, wo die Königin drin liegt, selbst eingebaut oder gehört die zum Gerät? Ich habe nicht genau verstanden, worauf sich das bezieht. Ich hoffe, Also wenn es bei sich dir. hier um Einlaufhülse und Königinhalterröhrchen bezieht, das ist Teil des Geräts und sowas baue ich auch nicht selber. Das könnte ich gar nicht. Bier und Feinmotorik wesentlich besser. Das wissen wir jetzt. Wie viel Königin braucht man, bis das in etwa ohne Unfälle klappt? Das kommt auf den Menschen drauf an, der es macht. Wer ein nervöses Wrack ist, der sollte auf jeden Fall erstmal ganz viel Drohnensamengewinn üben. Da kann man also die Feinmotorik, gerade auch das Arbeiten unter dem Mikroskop überhaupt erstmal lernen. Das ist also alles ein erlernbarer Vorgang. Man kann sich auch oder sollte sich, wenn man ein bisschen nervöser ist, auch eine wirklich geschickte Abstütztechnik angewöhnen, sogar auch beim Drohnensamengewinn schon. Ich habe auch schon Leute gehabt, ich meine, ich habe ja auch Kurse gegeben, ich habe da Leute erlebt, also ganz unterschiedliche Leute. Es gab welche, die haben sich, in einem Fall, das war das Krasseste, da hat jemand sich eine Königin zeigen lassen von mir und durchs Diskussionsmikroskop halt die ganze Zeit mitgeguckt. Da hat er sich eine zweite, sagte, mach nur noch eine. Habe ich noch eine gemacht, dann sagte er, und eine dritte noch. Und ich dachte, soll ich jetzt alle machen? Und dann hat er sich die vierte hat er dann gemacht. Und das war wirklich, als hätte der noch nie in seinem Leben was anderes gemacht. Ne? Der hat dann irgendwie 10 Königinnen nacheinander, hat er wegbesamt. Und ich habe echt gedacht, jo, den kann ich nichts mehr beibringen. Ne? Also es gibt da unterschiedliche Fälle. Das kann man wirklich nicht das ist individuell. Ne? Aber ich würde auf jeden Fall raten, sich am Anfang so, also alle Zeit der Welt zu lassen. Ne?
dass man erstmal wirklich die Handgriffe parat kriegt. Vielleicht sogar erstmal trocken üben. Also es passiert auch manchen Anfängern, dass sie alles eingefädelt haben, den Stachel gegriffen haben, alles aufgezogen haben und dann beim Wegziehen der Hände, wenn sie plötzlich mit der Kanüle anfangen wollen zu arbeiten und das da oben alles ausrichten, kommen sie nochmal beim Wegziehen mit den Händen, kommen sie nochmal gegen diese Handgriffe und racken natürlich dann an der Königin rum. Das sind alles Dinge, die sollten nicht passieren und das kann man eben auch, denke ich, unter anderem dadurch verhindern, dass man erstmal Trockenübungen macht, ohne Königin. Du hast schon gesagt, du hast Kurse gegeben. Kann man Kurse bei dir buchen? Das wird nächstes Jahr schon alles voll. Für nächstes Jahr alles voll. Okay, also nicht prinzipiell nicht, aber in der nächsten Zeit erstmal ausgebucht. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch großes, großes Dankeschön. Ich habe also mehrere Kommentare zwischendurch gelesen, der Art. Das erste Video, wo sowas so im Detail gezeigt wird. Wunderbar gut erklärt. Man merkt so eine gewisse, dass die Leute erschlagen sind von der Detailinformation. Ich bekomme mehrfach den Hinweis, ich soll das auf jeden Fall speichern. Der eine oder andere, der sich das also nochmal angucken möchte. Ganz herzlichen Dank dir. Das war aber jetzt auch nur ein Ausschnitt, ne? Also detaillierter ist es natürlich in meinem Buch, ne? Aber jetzt haben wir es auch Habe ich oft ja genug gesagt, das gemacht. ist nur ein Anreißen, Wir auch wenn konnten jetzt nur das. eine Einführung geben, ne? Das ist kein Wochenendkurs. Und 2 Stunden Auch. sind rum, wie ich sehe. Ja, wir haben 2 Stunden rum, genau. Deswegen, Matthias, top. Es kommt gerade vom Stefan Langensiepen. Der weiß sogar, wie das geht. Der kann beurteilen, wie viele Informationen du gegeben hast. Geben wir noch ein paar kurze Informationen, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Nächste Woche sagt Ralf was zum Weihnachtsmarkt, also ein ganz banales Thema zur Saison. Darauf die Woche werde wahrscheinlich ich nochmal was zum Thema Winterbehandlung gegen Varroa machen. Ihr könnt schon mal die Oxalsäure kaufen, falls ihr noch keine bestellt habt. Und dann schauen wir mal weiter. Also Matthias, herzlichen Dank. Schönen Abend noch. Euch im Publikum auch noch einen schönen Abend. Ralf sagt nochmal Danke, also ganz Bitte, bitte. wichtig. Und Und danke, dann dass ich werde hier ich. sein konnte. Ja. Also ich glaube, die Werbung für das Buch hast du dir allemal verdient. Ich habe es schon hier liegen. Ich bin also stolzer Besitzer des Buches. Nicht nochmal zeigen, wir haben es oft genug gezeigt. Ach so, dann drehen wir es um. Ist nicht so schlimm. Und bis für heute. Schönen Abend noch. Ciao. Ich lege auf, ne? Ciao, ciao.